Wie wäre es, wenn wir einsteigen mit einem Recap? Wer möchte denn? Soll ich das einfach machen, der Einfachheit halber? Ich glaube, ich habe es am meisten up to date. Das ist natürlich die einfachste Variante und der Rest der Klasse kann erleichtert aufatmen. Genau, das letzte Mal bei Star Trek Adventures. Wir sehen das Außenteam, das wagemutig sich auf das total zerstörte Wrack der USS Larson rübergeschuttelt hat und es geschafft hat, das Schiff zu untersuchen. Die Crew, die dort festgestellt hat, dass das Schiff zum Teil auseinandergenommen wurde und da Teile und Gegenstände und so weiter fehlen, aufgebrochene Schränke und so weiter, alles kaputt. Und Lieutenant Rhee hat Teile der Strahlung dort entdeckt, die auch schon auf der Hawking gemessen wurde. Das war das eine. Dann, ja, sollten wir an dieser Stelle, glaube ich, den Hawking-B-Plot erwähnen, Ja, bevor wir das vergessen, weil wir hatten auf YouTube aufgerufen zu einem Hawking-B-Plot. Oder generell. Es gab da ein paar schöne Kommentare. Ich glaube, Julia genau. hat auch einen Favoriten. Ja, also ich habe mich da ganz der Mehrheitsabstimmung hier gebeugt, aber ich fand persönlich auch ziemlich lustig. Es gab dann ein paar Vorschläge. Was ist denn eigentlich auf der Hawking passiert, während das waghalsige Außenteam sich auf die Larson rüber bewegt hat? Und es ist, glaube ich, rausgelaufen auf eine Open Mic Night, wo Mitglieder der Crew quasi auf der Bühne auftreten und es möglicherweise eine Zeitschleife gab, in der immer wieder die gleichen blöden Witze am Anfang gemacht werden. Ich stelle mir jetzt vor, dass Captain Variks immer dann am Anfang reingeht. Heute ist unsere Open Mic Night und deswegen soll als erstes Crewman Mike Bukowski auf die Bühne kommen. Na, wie offen fühlst du dich? Das Und könnte damit fängt brutal es enden. immer wieder an. Jedes Mal. Aber niemand kann sich am Schluss daran erinnern. Das ist dann einfach der B-Plot. Also ihr habt dann halt diese Zeitschleife durchlaufen, aber Ach so, wir merken das gar nicht, und also ist vielleicht das merkt ihr total das einfach egal. gar nicht. Genau, das ist nicht weiter, das wird dann, ja, tja, wieder vergessen, war halt der B-Plot. Aber das heißt ja, dass in dem Moment, wo wir wieder an Bord kommen, sagt der Captain, passt, die waren noch nur 5 Minuten weg. Übrigens, ich Also wollte eine. heute Abend eine Open-Mic-Nacht veranstalten und ich habe einen tollen Witz zum Einstieg. Genau. Das ist ja großartig. Also es hatte diese Folge einfach nicht genug Substanz, um die 43 Minuten zu füllen. Deswegen haben die Produzenten gedacht, sie loopen diese eine Szene und die Charaktere merken einfach die Zeitschleife nicht. Deswegen hat es keine Konsequenz, außer für die Zuschauer, um Sendezeit zu strecken. Yep, Brillant. für mich genial, ja. Kann man aber nicht mehr als dreimal die Staffel machen, würde ich sagen. Nicht mehr als Genau. dreimal. Und dann machen wir am besten noch eine Folge, wo sich ein Charakter einfach nur daran erinnert, was bisher geschah. Außerdem will Forschungslabor 30 den Warpkern ausleihen für so ein, zwei Stunden. Forschungslabor 30. Das haben wir jetzt etabliert, dass es das gibt. Sehr gut. Gut. Ja, genau. Wir haben also die Crew das Außenteam auf der Larson. Und es hat damit geendet, dass ihre Kommunikation abgebrochen ist und dass Captain Variks eine seltsame Videobotschaft bekommen hat. Wir erinnern uns an ein beige-fleischiges Alien mit drei Nasenlöchern und komischen Haarfortsätzen, was wild gestikuliert hat, so dass es seine eigene Kulisse zerstört hat und sich als Ungorf identifiziert hat und gesagt hat, er verkauft alles, er hat alles und er macht für alles einen guten Preis. Ich erinnere mich an den Effekt, den du gut rübergebracht hast mit dem Kulissen zerstören, ja. Ja. Voller Körpereinsatz. Genau. Und dann sehen wir quasi Variks Gesicht, was eigentlich einfach nur aus einer sehr hochgezogenen Augenbraue bestand und einem, ich glaube, wir brauchen einen neuen Computerkern. Und an dieser Stelle, and now the conclusion. Dann würde ich sagen, willst du das Intro direkt oder möchtest du jetzt noch eine erste Szene, bevor wir dann in das Intro gehen? Nee, kannst steigen, machen wir jetzt direkt das Intro. Gut. Und danach darf ich meinen Eintrag vorlesen. Ja, genau. Cool. Ja, diesmal gibt es keinen Captain's Log. Hervorragend. Du.
So. Wir haben wieder Ton. Das Intro hat uns eingestimmt. Wo fangen wir an, Julia? Mit welcher Szene wollen wir springen? Ich dachte, ich darf was vorlesen. Oh, Entschuldigung. Logbucheintrag, Lieutenant Commander Rodriguez, USS Hawking, Sternzeit 53579,5. Das Außenteam hat das Wrack der USS Larson untersucht und dabei deutliche Anzeichen von Plünderungen entdeckt. Leider fehlt uns in unserer Suche nach den Ursachen für den totalen Systemausfall des Schiffs das wichtigste Puzzleteil, der Computerkern, wurde entfernt. Genau, da steigen wir wieder ein. Das Außenteam. Ihr wart meines Wissens nach eben auf der Brücke der Larson und habt gerade die letzte Nachricht von Captain der Larson gehört, eine letzte Nachricht von Captain Tars, der eine ehrenvollen Abschied genommen hat von den von seinen Crewmitgliedern beziehungsweise posthum eine Auszeichnung verliehen hat und danach sich mit dem Rest seiner Offiziere vom Schiff gerettet hat, und das war quasi seine letzte Nachricht. Und dann wolltet ihr euch beim Schiff melden und habt dann festgestellt, dass eure Kommunikatoren nur statisches Rauschen von sich gegeben haben. Ja, und wir haben dabei Commander Rodriguez, wir haben Lieutenant Ree und Dr. Baker dabei, wir haben Fähnrich Amati, der euch alle rübergeflogen hat, und Mairi war dabei als Crewwoman Meters McDougal, die Engineering-Fachfrau. Genau. Und ja, ihr seid auf der Brücke der Larson. Es ist alles dunkel, es gibt keine Energie aktuell. Und ihr habt quasi eure Raumanzüge noch an, die ja. keine Gravitation, kein Lebenserhaltungssysteme, gar nichts. Und ja, leuchtet da mit euren Taschenlampen rum. Wir waren aber an sich fertig auf der Brücke, ne? Wir hatten alles, was wir wollten hier. Da täusche ich mich. Ja, ich glaube, ihr hattet quasi die Informationen, die ihr eigentlich haben wolltet, hattet ihr, und ihr habt festgestellt, dass der Computerkern fehlt und genau, dass einige andere Sachen fehlen, genau. Und das war eben das Letzte, wo ihr jetzt aufgeschlagen seid. Das flog da durch die Luft noch, das weiß ich. Genau, also es flogen so Pads und kaputte Tricorder. Ja, einer von den Pads flog uns quasi in die Hand mit den Informationen, die wir gesucht haben, genau, zufällig zum Ende der Sitzung. Durch ein dramatisches Timing, genau. Ja, durch das dramatische Timing des Schicksals. Ja, soweit ich weiß, hatte ich vorgeschlagen, Commander Rodriguez, schlage ich weiterhin vor, dass wir uns zumindest teilweise auf die Suche nach diesem Sprengkopf machen. Denn es muss mindestens einen an Bord hier noch geben. Ja, korrekt. Und den würde ich ungern zurücklassen. Das ist eigentlich quasi ein Glück, dass wer auch immer hier alles an sich gerissen hat, diesen nicht auch noch mitgenommen hat. Wir hatten schon darüber gesprochen, wo diese Sprengköpfe, diese Quantentorpedos sich befinden mögen und dass es nicht auf dem Weg lag zur Brücke, und wir wollten auch die Krankenstation abklappern. Das haben wir getan, deswegen würde ich vorschlagen, dass wir das hier abschließen und dann tatsächlich nach den Torpedos suchen und wieder zurückgehen. Gut. Genau, also auf der Map, die wir sozusagen von der Sovereign Class haben, sind quasi die Quantentorpedos am untersten Ende der Untertassensektion, also quasi in so einem Pöppel ganz unten drunter, ist quasi der Teil, wo die Torpedos abgeschossen werden. Das heißt, ihr müsstet einmal durch diesen Untertassensektion einmal wieder ganz nach unten kraxeln durch die, ihr seid, glaube ich, durch die Jeffreys Tubes einfach durchgekrabbelt, wenn ich mich erinnere. Ja. Schlage außerdem vor, dass wir vielleicht versuchen, dass vielleicht Fähnrich Amati versucht, das Shuttle so nah wie möglich an einen leichten Zugangspunkt von außen zu bringen, sodass wir den oder die Torpedos verladen können, ohne erneute unsichere Aktionen. Dass wir uns nochmal von außen von einem anderen Zugangspunkt nähern? Ja, wir hatten ja keins gefunden, aber wenn zwei oder drei von uns von innen eine Luke öffnen und ein Signal senden, dann sollte es eigentlich auch zu finden sein. Sir, wäre nicht der große Schacht, wo der Computer entfernt wurde, ein guter Punkt dafür? Klingt sinnvoll. Das sollte zumindest uns eine Öffnung verschaffen. Der Schacht, also der ist natürlich in der Nähe von den Quantentorpedos, ist quasi unten im unteren Teil der Untertassensektion, also ein riesiges Loch, das stimmt. Da gibt es auch sicherlich irgendwo einen Docking-Port. Also
Ja, ich würde einen Docking Port oder ähnliches bevorzugen. Aber das wäre natürlich Fenrich Amatis Flugkünsten überlassen. Stimmt's? Ich fliege den, wo ich soll. Na gut, fliegen ist ja auch keine Kunst. Also machen wir uns doch auf die Suche nach diesen Torpedos. Ich schaue den ersten Offizier erwartungsvoll an. Wir haben offenbar keine Ahnung vom Fliegen, aber ja, machen wir uns auf die Suche nach den Torpedos, ja. Wir sind hier fertig. Okay, ihr macht euch also auf den Weg nach unten Richtung Quanten, in Richtung Torpedo Bay und Fenrich Amati geht allein zurück zum Shuttle? Oder wie? Commander Rodriguez? Ja, nachdem das ja gar nicht so einfach war, hierher zu laufen über die Oberfläche des Schiffs, wäre das eigentlich fahrlässig, ihn allein zurückgehen zu lassen. Aber ich weiß ja jetzt, wo die Löcher sind. Ich krieg das hin, Captain. Ach, es könnten aber auch neue Löcher entstehen, oder? Das Schiff bricht ja scheinbar auseinander langsam. Das stimmt. Also durch das Stolpern von Fenrich Amati und dem Doktor war vielleicht eine gewisse brenzlige Situation. Können Sie das Shuttle nicht von hier steuern? Es gibt keine Fernbedienung. Außerdem haben wir nach wie vor keinen Funkkontakt zur Hawking. Ich weiß nicht, wie gut denn die Verbindung zum Shuttle von hier aus ist. Wäre es dann nicht einfacher, wir gehen alle zurück zum Shuttle und docken neu an? Nun, wenn wir keinen Zugang gefunden haben, dann halte ich es für sinnvoll, wenn wir irgendwo in der Nähe dieser Torpedos eine Andock-Schleuse. Es reicht ja irgendwie eine kleine Personenzugangsschleuse finden, öffnen und ein Signal senden. Okay. Man kann Signalsender an eine rote Fahne raushalten. Ihr habt mich jetzt mit diesem Vorschlag mal leider kurz OT in die Bredouille gebracht, vorzuschlagen, dass wir die Gruppe noch weiter aufteilen. Ach so, das möchtest du nicht. Was ich Julia eigentlich nicht zumuten möchte, aber gut, wenn Julia das für ihr okay ist, dann würde ich jetzt anordnen, dass wir die Gruppe aufteilen. Du bist der Commander und ihr macht das, was am sinnvollsten erscheint. Und ich denke, dass das auch IT keine doofe Idee ist. Also, ne, wenn es dir nicht erscheint, dann mach dir keine Sorgen wegen dem Gruppenteilen. Das kriegen wir schon hin. Also, daran soll es nicht scheitern. Es wäre ja blöd, wenn ihr immer nur im Block euch irgendwo hinbewegen dürft. Ja, dann würde ich vorschlagen, Lieutenant Rhee, gehen Sie mit Amati zurück zum Shuttle. Und wir gehen zu Fuß weiter. Dann kann ja auch vielleicht Lieutenant Rhee fliegen. Ich zeige ihm das mal. Ist ja keine Kunst. Nee, lassen Sie ihn nicht fliegen, bitte. Ach, Alter. Gut. Du und dein großes Mundwerk. Sandri ist wenig begeistert, dass er nicht an die Torpedos darf. Können ihn ja durch die Personenluke hieven. Wir werden diesen Torpedo ja bergen, sie werden schon noch ihre Finger dran bekommen. Wer ist jetzt der Empath von uns beiden? Das okay, frage ich mich dann. Achso, das hast du nicht. Entschuldige, ich habe dich schlecht verstanden, das hast du nicht laut gesagt. Okay. So, glaubst du, Lieutenant Rhee redet in der dritten Person von sich? Lieutenant Rhee ist außer sich. Lieutenant Rhee würde so etwas nie machen. Vielleicht sendest du ja auch solche Emotionen, ich weiß nicht. Währenddessen baut im Hintergrund die schottische Crewwoman ihren Energiekern wieder ab, packt ihn ein und nimmt ihn mit. Crewwoman McDougal, sorgen Sie dafür, dass der Torpedo nicht hochgeht. Genau, deswegen haben wir sie dabei. Das war ja generell der Plan. Nicht wahr, Sir? Wir werden eine sehr vorsichtige Operation an ihm durchführen. Ja, ich kann vielleicht Ihre ruhigen Hände gebrauchen. Doktor. Deswegen bleibt der Doktor auch hier, ja. Ich habe gehört, Sternflottenärzte haben viel Erfahrung mit Torpedo-Operationen. Gut. Wir werden versuchen. So sagt man allgemein, ja, diesen Mythos erhalten wir hoch. Wir werden versuchen, die Hawking. Wenn man einen Recorder halten kann, kann auch eine Bombe entschärfen. Genau. Wir können versuchen, die Hawking vom Shuttle aus zu kontaktieren. Vielleicht haben wir mehr. Tun Sie das, ja. Sie haben Ihre Befehle. Wir sehen uns in 15 Minuten. Hoffentlich an der Schleuse wieder. Eiser. Wie erkennen wir denn, falls unser Funkkontakt auch abreißt, wie erkennen wir denn den Punkt, den wir ansteuern sollen? Das ist eine sehr gute Frage.
Wenn wir, wenn der Funkkontakt abreißt, dann suchen Sie irgendeine andere Schleuse und docken da an, die ungefähr auf Höhe der Torpedobucht sein müsste. Wir werden also versuchen, ein gezieltes oder und abwechselnd ein Breitbandsignal aus dem aus der Schleuse zu senden. Also nur um da kurz einzuschneiden, ihr habt alle vor der Außenmission euch die Pläne von einer Sovereign Class her anschauen können. Also ihr wusstet ja auch, wo man zum Beispiel die Computerkern findet und so weiter. Wir gehen davon aus, dass ihr als Sternflottenoffiziere euch da ausreichend gebrieft habt. Und wir haben doch auf unseren Recordern aus der Cloud runtergeladen, sodass, wenn wir keine Verbindung mehr haben, immer noch offline verfügbar. Also ich würde sagen, ihr könnt es zumindest schaffen, dass ihr wisst, dass ihr zum Gleichen, da gibt es wahrscheinlich einen kleinen, tatsächlich eine Person oder so eine Art Notschleuse, die eben am unteren Teil der Untertassensektion ist. Ihr könnt euch einigen, diese Notschleuse, die da eben auf dem untersten Deck sich befindet, die eigentlich zum Evakuieren von Personal gedacht ist oder zum Beispiel zum irgendwas abtransportieren oder keine Ahnung was. Auswerfen von Torpedos. Genau. Also wir finden die, das. Wir sind die, ja keine diese Verein, Schleuse steuert ihr an, also daran wird es nicht hängen. Ich glaube, da seid ihr vorbereitet genug, dass ihr wisst, dass es da eine Schleuse gibt. Ja. Gut. Dann gehe ich. Endlich. Gut. Ja. Gehen wir wahrscheinlich. Dann machen sich zwei Trupps auf den Weg. Fenrich, Amati und Rhee, Lieutenant Rhee machen sich auf den Weg zurück. Ihr macht euch erstmal alle auf den Weg durch die Jeffreys Troops, klettert quasi Schritt für Schritt durch Deck und Deck und Deck. Crewman Mum und McDougal zieht tapfer weiterhin den Generator hinter sich her. Wir helfen hier natürlich tragen, oder? Zum Glück ist hier ja keine Schwerkraft. Genau. Das ist der Vorteil. Wir helfen natürlich, das sperrige Ding zu manövrieren. Danke. Genau, die eure Taschenlampen leuchten quasi weiter durch dieses spukhaft dunkle Schiff, während ihr so langsam euren Weg dadurch macht und irgendwann ab einem gewissen Level zweigen eben dann zwei von eurer Truppe ab und marschieren wieder den Gang runter, durch den ihr ursprünglich gekommen seid, Richtung Shuttle, und ihr bewegt euch weiter nach unten auf Deck, was auch immer wir gesagt haben, auf welchem Deck das ist, ganz unten auf der Untertassensektion. Das wird jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal, ihr habt jetzt mal so Viertelstunde, 20 Minuten, bis ihr alle an euren respektiven Orten wieder seid und wir dann da im Shuttle und am Torpedo Bay weitermachen. Deswegen würde ich gerne noch mal wieder zurück auf die Brücke der Hawking gehen. Brückengeräusche? Richtiger Name. Also wir haben eh schon die Gruppe geteilt. Captain Varix, du hast ein komisches Werbevideo angezeigt bekommen und Koordinaten, wo du bei diesem netten Menschen, Alien namens Ungdorf, wohl allen möglichen Scheiß kaufen kannst. Lieutenant Diaz, das war eine Aufzeichnung, korrekt? Captain, ich vermute es, ja. Wo befinden sich diese Koordinaten? Das deckt sich ziemlich genau mit dem Planeten, in dem wir, dessen Orbit wir uns gerade befinden. Scannen Sie den Planeten nach Siedlungen, irgendwelchen Basen oder dergleichen, einem Funkfeuer, irgendetwas, was der Ausgangspunkt von dieser Übertragung sein dürfte. Hi, Captain. Beep, beep, beep. Das ist ein Sensor-Schiffs-Scan. Fuck, meine ich. Okay. Das. Sensoren-Schiff-Scan und ich habe meine ganzen D20 weggeräumt, weil ich gedacht habe, hey, wir würfeln ja mit Roll 20. Einen Moment, ich muss mir gerade die Würfel schnappen. Sonst ist das blöd. Ich kann für dich würfeln, du musst mir nur die Werte sagen, dann kann ich was Entsprechendes anklicken. Jetzt haben wir hier auf digitale Würfel umgestellt und schon auf, ja, das ist schon voll das Problem hier. So, daran soll es jetzt nicht scheitern. Okay. Wir haben ein Schiff, das scannt. Das Schiff scannt quasi, mit, beziehungsweise Lieutenant Diaz scannt mit Schiffsunterstützung. Und das Schiff unterstützt mit den Sensoren. Ja, das passt alles. Okay, das ist ja auch kein schwerer Scan, mal so eben einen Planeten zu scannen, das macht ihr ja dauernd. Also, kurz zur Erinnerung, das habe ich mir nochmal notiert, wenn es irgendwelche Situationen gibt, in der Würfel gewürfelt werden, um zum Beispiel irgendwas rauszufinden, habt ihr immer die Möglichkeit, Momentum auszugeben, um mehr Informationen zu bekommen. Also ihr könnt zum Beispiel irgendwas fragen oder ihr könnt mehr Informationen bekommen, die ich dann wahrheitsgemäß beantworten muss, sozusagen. Ich mag die Anführungszeichen wahrheitsgemäß nicht. Oh, okay, das war eigentlich als Zitat gedacht, aber stimmt, das war ein bisschen weird. Ah. Ja, wahrheitsgemäß.
Also ist ein, genau, wenn ihr quasi das Gefühl habt, dass ihr von der Spielleiterin nicht genug Infos bekommen habt, könnt ihr quasi mit Momentum nochmal mehr rauspressen aus der Situation. Mhm. Ansonsten kriegt ihr immer so die Standardinformation. Also, genau, ein Scan der Oberfläche zeigt, dass es gibt, also das ist ein, was haben wir gesagt, Klasse L-Planeten? M ist immer das Einfachste. Es ist kein Klasse-M-Planeten. Es ist quasi Standard-Wüstenplaneten-Setting. Also stellt euch quasi ich glaube, es ist Klasse L, sehr trocken, wüstenhaft, wenig Leben. Also keinerlei Fauna, reduzierte Flora sozusagen. Es gibt auf dem Planet einen Ort, den man als Siedlung identifizieren kann. Also Diaz wird jetzt auch ein Bild auf den Monitor werfen. Captain, wir haben eine Art besiedelte Stelle gefunden. Es sieht aus wie ein paar, also man sieht auf dem Bild quasi so ein paar Gebäude aus so einem leicht unscharfen Satellitenbild. Ich kann das Innere dieses Lagers nicht penetrieren, Captain. Es scheint irgendeine Art Dispersionsfeld um diesen Raum herum aufgebaut worden sein. Ich glaube, unsere Sensoren werden davon leicht gestört. Ich kann aber erkennen, dass es dort wohl ein Lebenszeichen zu geben scheint. Mhm. Und sie es piepst nochmal ein bisschen auf der Konsole rum und es zoomt ein bisschen raus und man sieht eine ganz leichte, kreisförmige Kuppel, die sozusagen über diesem Compound liegt, der da auf dem Planeten zu sehen ist. Also da ist wohl irgendeine Form von Schutzschild. Interessant. Senden Sie Ihnen ein Signal. Ich würde mich gerne mit den Personen dort unterhalten. Okay. Kommunikation. Kanal ist offen, Captain. Hier spricht Captain Duna Varex von der USS Hawking. Wir haben von Ihnen ein interessantes Angebot erhalten und würden uns gerne weiter darüber unterhalten, welche Waren Sie liefern können und möglicherweise welche Provenienz Sie aufweisen. Es piept. Und auf dem Bildschirm erscheint ein Videofeed von eben diesem Alien, was ihr gerade gesehen habt. Also wie gesagt, so fahle, beige Haut, ein bisschen so, alles ein bisschen ineinander gezogen. Riesige Nase mit drei Nasenlöchern, so zurückgearbeitete Dornfortsatzartige Haare, so ein bisschen sieht aus wie Haare, trägt ein, was aussieht, als wäre das mal so ein Pilotenanzug gewesen. Also ein bisschen angekokelt aussieht, also auch schon die besten Tage hinter sich hat. Darüber so eine ziemlich ranzige Jacke, die aber wohl irgendwie formell aussehen soll. Wirkt ein wenig gedrungen in sich und du siehst ihn noch so tippen auf irgendeiner Konsole und dann hochgucken und dann, Sternenflotte! Toll! Hallo! Ich nehme an, Sie sind Unkosch? Ungorf, zu Ungorf. Ihren Diensten, meine Dame. Er guckt so ein bisschen fragend. Sie sind vertraut mit der Sternenflotte. Ja, natürlich. Jeder kennt hier die Föderation und die Sternenflotte. Ja, tolle Institution, ganz toll. Sind Ihnen möglicherweise Bestandteile von Sternenflottenschiffen untergekommen bei Ihrem Handelsunternehmen? Untergekommen? Selbstverständlich. Das ist natürlich eine Sache der Ehre, aber ich handle nur mit den besten und hochqualitativsten Gütern und habe natürlich auch, kümmere mich darum, diese auch zu bekommen und diese dann gewinnbringend weiterzuverkaufen. Selbstverständlich. Ich verkaufe ja nicht nur Schrott. Gar keinen Schrott. Ich verkaufe gar keinen Schrott. Ist interessant. Was wären denn ungewöhnliche Bestandteile von Sternflottentechnologie, die Sie derzeit im Angebot haben? Ungewöhnlich. Ich habe gerade ein ganz
tolles, besonderes Angebot. Das gibt es so nicht. Das gibt es so nicht wieder. Außerdem tolles Last-Minute-Angebot, Captain, wenn ich das so sagen darf. Und zwar einen waschechten Computerkern. So ein Zufall. Angesichts der Tatsache, dass wir ein havariertes Schiff der Sternenflotte gefunden haben, dem ein Computerkern fehlt. Kennen Sie möglicherweise den Zusammenhang dazwischen? Ja, selbstverständlich. Ich habe ihn geborgen. Ich bin ein Bergungsspezialist. Dann würden wir ja hoffentlich in diesem Fall nicht davon reden, dass sie ihn uns verkaufen, sondern dass wir ihnen eine Bergungsprämie zahlen. Nun, wenn Ihnen das lieber ist, dass wir es Bergungsprämie nennen, das ist völlig in Ordnung für mich, selbstverständlich. Tatsächlich ist nämlich das Aneignen von Material von Sternenflottenschiffen und damit auch der Technologie aus unserer gesetzlicher Sicht illegal. Und das haben Sie sicherlich nicht getan, richtig? Illegal? Also, Captain, mit Verlaub, das ist nicht Umdorfs Absicht hier irgendwelche, also illegal. Ich verbiete mir das. Umdorf handelt nur mit legal zugetragenen Bergungsgütern. Hatten Sie nicht eben gesagt, Sie haben ihn selber geborgen? Richtig, richtig. Wir sind ja hier auch nicht im Föderationsraum und das Schiff hing da und niemand hat es geborgen. Also habe ich es geborgen. Wir sind jetzt darum, es zu bergen, tatsächlich. Ja, dann bin ich sicher, dass Sie mich für meinen Aufwand und meinen Einsatz von Leib und Leben ordentlich entlohnen werden. Selbstverständlich. Die Föderation ist ja eine ehrenhafte und ehrliche Organisation. Das freut mich, dass wir so gesehen werden. Und ich würde mich trotzdem gerne vorher vergewissern, in welchem Zustand der Computerkern ist. Ihn zu entfernen ist Spezialistenarbeit und wer nicht sehr gut mit der Technologie vertraut ist, da könnten durchaus Probleme vorgefallen sein. Und dann können wir sicherlich verhandeln darüber, was eine sinnvolle Entschädigung für Ihre Aufwand und Ihren Zeit wäre. Wobei ich darauf hinweise, dass die Föderation selbst keinen monetären Kreislauf hat und nicht Barschaft verwendet. Was aber nicht heißt, dass wir nicht Zugang zu verschiedenen Möglichkeiten hätten, sie zu entschädigen. Ja, gut. Selbstverständlich. Ja, komm, bitte. Sie sind herzlich eingeladen, Sie und Ihre Crew, er guckt so ein bisschen im Hintergrund so auf deine Brücke, überlegt das sich dann nochmal und dann ein paar von ihrer Crew hier in meinem schönen Zuhause auf diesem Planeten mich zu besuchen, den Computerkern in meine Gastfreundschaft natürlich zu genießen und den Computerkern zu inspizieren. Selbstverständlich. Und lassen Sie mich garantieren, Captain, dass natürlich ich, also Umdorf, der Bergungsspezialist, natürlich nur vorsichtig und äußerst spezialisiert darauf ist, solche gefährlichen und empfindlichen Geräte zu entfernen. Also natürlich in einwandfreiem Zustand. Hervorragend. Ich melde mich, wenn ich ein Team zusammengestellt habe. Wir haben derzeit noch ein anderes Außenteam im Einsatz und das würde ich gerne erst abschließen, bevor wir sozusagen den nächsten Fall aufmachen. Vielen Dank für Ihr Entgegenkommen. Ja, selbstverständlich. Für gute Geschäfte ist Umdorf immer zu haben. Und vielleicht findet ihr ja noch etwas anderes, womit ich Umdorf euch eine Freude machen kann. Vielleicht gibt es ja noch etwas anderes, was die Sternenflotte gebrauchen könnte. Oh, und aber Captain, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir hier, Sie können hier nicht transportieren. Ein bisschen ein Schutz vor, anderen, die es vielleicht auf meine Waren abgesehen haben. Ich hoffe, Sie verstehen das. Haben Sie denn dann einen Shuttle-Landeplatz? Selbstverständlich, hier ist genug Platz zum Landen, ja. Aber denken Sie nicht so lange drüber nach. Es gibt immer auch andere Interessenten für meine Werbung geht weit in die Galaxis hinaus. Danke für den Hinweis. Danke für den Hinweis. Barracks Ende. Okay. Er will doch irgendwas sagen, aber dann ist der Kommunikator einfach. Dann ist Varix da, massiert sich die Nasenwurzel. Haben wir inzwischen wieder Kontakt zum Außenteam? Nein, Captain. Ich habe versucht, einen Kanal zu öffnen und
es ist immer noch, man hört so ein kurzes statisches Geräusch, es ist immer noch keinen Kontakt aufrechtzuerhalten. Meine Scans haben gezeigt, dass das Außenteam sich weiterhin auf der Larson befindet. Mehr als das kann ich leider nicht herausfinden. Danke. Versuchen Sie es weiter. Wenn in einer halben Stunde wir immer noch keinen Kontakt aufbauen konnten, müssen wir versuchen, ein weiteres Team rüberzuschicken. Und damit nimmt sie sich ein Pad und geht durch, wer der nächstbeste Pilot wäre. Ich glaube, wir haben sogar einen den Ersatz. Wir sitzen gerade am Helm, das haben wir sogar festgelegt. Crewman S. Chavez, der Ersatzpilot, fliegt gerade die Hawking. Stimmt. Irgendwann muss die Hawking auch fliegen. Irgendjemand muss sie ja fliegen, genau. Ja. Okay, den drittbesten Piloten. Okay, das heißt, du wartest quasi, ob du in einer halben Stunde irgendwas hörst vom Außenteam. Genau. Okay, dann gehen wir wieder zurück zum Außenteam. Die 20 Minuten ungefähr, dann hat das eine Team es runter zum Torpedo-Hangar geschafft und Amati und Lieutenant Ree sind wieder an der Stelle, wo es quasi Zugang zum Shuttle gibt. Wie Amati schon gesagt hat, das Shuttle ist immerhin gut befestigt gewesen. Also die Landung war zwar etwas holprig, aber ihr habt es ja geschafft, euch irgendwie so zu positionieren, dass es da, dass es innerhalb von den... Ihr seid, glaube ich, gelandet. Klammern haben wir benutzt. Genau. Damit. Ich wusste, irgendwie habt ihr euch befestigt. Also das heißt, das Shuttle ist zumindest da und hängt da fest. Und ihr müsst es quasi einmal wieder da reinschaffen. Ich würde jetzt sagen, an dieser Stelle, da ihr tatsächlich das schon mal gemacht habt und auf die Gefahren aufmerksam geworden seid, könntet ihr das, wenn ihr langsam und vorsichtig vorgeht, einfach machen. Ihr könnt aber gerne, wenn ihr wollt, auf einen Schwierigkeits-Null-Wurf würfeln, um Momentum aufzubauen. Die Möglichkeit hättet ihr. Wenn ihr sagen wollt, wir probieren das irgendwie ein bisschen schneller zu machen zum Beispiel, oder... Ich weiß nicht, ob Fenrir Amati mich mit seinen Flugkünsten beeindrucken möchte. Oder ob er alles nach Standardprozedur macht. Der mit den Laufkünsten zum Shuttle. Also ich glaube, Amati würde schon gerne die Charter auswetzen, weil er vorhin so ungünstig gelaufen ist. Und damit das alles in Gefahr gebracht hat, möchte er jetzt zeigen, dass er was draus gelernt hat. Klingt nach Daring. Wäre das Daring? Möglich? Mit der Motivation? Ja. Ja, okay. Du kannst sagen Daring und in dem Fall ja, Gott. Das ist wieder wie, was würfelt man auf Laufen? Bleiben wir einfach bei Command in der Frage, wie gut du dich unter Kontrolle hast. Ja. Ich finde auch Engineering lustig. Wie gut verstehst du die Funktionen deiner Gelenke? Ja, es ist schwierig. Aber das passt, Würfel einfach drauf. Und du, wie gesagt, Complication Range kannst du auf 1 setzen und Würfel hast du immer 2. 2 und ich rolle. Ja. Ein Erfolg. War keiner nötig, das heißt, ihr könnt euch ein Momentum aufschreiben. Ja. Ziel dabei, das erinnert mich an die Evakuierung von Reteptia 4, als wir die Reteptianer immer einzeln ausfliegen mussten, weil die Transporter außer Reichweite da. So erzählt er ein bisschen von seiner einzigen großen Mission, die er bis jetzt hatte, wo er am Ende des Dominion War die Reteptianer ausgeflogen hat. Die große Mission, genau. Viel mehr zu erzählen hat er auch nicht. Ja, es scheint Ree auch nicht schwer zu fallen, wieder den richtigen Weg zu finden. Ja, ihr seid leichtfüßig und entspannt beim Besteigen des Shuttles. Total cool, überhaupt kein Problem. Warum war das überhaupt ein Problem? Also ihr habt jetzt 3 zusätzliche Momentum generiert, das ist doch schön. Man muss am Dr. Baker gelegen haben oder so. Gut, dann seid ihr wieder im Shuttle. Ihr könnt euch also könnt euch von der Hülle lösen. Ihr wolltet das Schiff kontaktieren, glaube ich, richtig? Ja, also Amati kann es ja hinfliegen und ich würde dann versuchen. Rian Hawking.
Du erhältst aktuell immer nur noch ein gewisses statisches Geräusch. Hm. Rian, Außenteam. Keinerlei, auch statisches Geräusch. Können Sie mich wenigstens hören, Fähnrich? Ja, Sie sitzen direkt neben mir. Hm, ja, ich dachte nur. Aber wir könnten über die Kommunikatoren probieren. Piep. Tatsache. Hallo? Rian Amati. Amati Henry? Es funktioniert, ja. Es kraxelt ein bisschen, aber es funktioniert. Ja. Ist jetzt nebeneinander. Gut, dass ihr es getestet habt. Okay. Ich möchte, wenn ich schon im Shuttle bin und irgendwie ein, zwei Minuten nichts zu tun habe, möchte ich gerne scannen, ob auf der Kommunikationsfrequenz, auf unserer Standardkommunikationsfrequenz, irgendein anderes Signal oder Strahlung oder was auch immer liegt. Okay. Ja, gerne. Biete dafür mal einen Wurf auf ich biete immer Reason und Science an, aber tatsächlich fällt es mir gerade auch am Engineering vielleicht eher, weil es was mit dem Bauten der Kommunikationskanäle zu tun hat. Ja, aber Reason finde ich in Ordnung, ja. Was hat es denn für eine Range? Wie schwer ist das? Das wäre, ich will es einfach nur rausfinden. Ich würde sagen Schwierigkeit 1, um rauszufinden, was los ist. Roll. Ja, ein Erfolg. Ein Erfolg reicht. Genau, also während Amati anfängt, das Shuttle langsam wegzumanövrieren, machst du dich an der Konsole zu schaffen und die, es ist relativ offensichtlich im ersten Blick, ihr habt auch beim Hinflug schon gemerkt, dass das Shuttle Schwierigkeiten hatte, weil einfach eine elektromagnetische Interferenz um das ganze Wrack und zwischen den ganzen Wrackteilen herrscht und du vermutest, dass das einfach die Kommunikationskanäle gerade massiv stört. Also da hat vielleicht irgendwo hat's vielleicht einen Schub gegeben, während ihr auf dem Schiff wart und das hat einfach die Strahlung, die Interferenz verstärkt. Na gut. Du glaubst zumindest, dass du es vielleicht umgehen könntest, wenn du dich eine Weile an den Kanälen zu schaffen machst. Du könntest es zumindest probieren, wenn du das möchtest. Ich versuch's mal, ja, das ist das Ziel. Also wenn mir irgendeine Möglichkeit einfällt, sozusagen die Kanäle entsprechend zu modifizieren, dass wir uns außerhalb dieser Strahlungsfrequenz, nenne ich sie mal, bewegen. Das wäre dann. Ist das Gleiche, ist auch Reason and Engineering? Eigentlich schon, ja. Das ist jetzt aber Complication Range 2. Ja, dann nehme ich mal ein Momentum. Gebe ich ein Momentum auf und kaufe einen Würfel dazu. Und das hat nicht geklappt. Das reicht leider nicht ganz. Also deine Engineering-Kenntnisse sind nicht ganz so gut wie deine wissenschaftlichen Kenntnisse. Du hast nur so Grundkenntnisse, was die Kommunikatoren und die Frequenzen angeht. Und du merkst, dass da eine genaue Kalibrierung notwendig wäre und das Shuttle fliegt da gerade durch die ganzen Brocken durch. Ein bisschen schwer, sich zu konzentrieren. Du musst es alleine machen. Das klappt gar nicht so ganz. Was versuchen Sie da eigentlich die ganze Zeit, Lieutenant? Irgendeine elektromagnetische Störung stört unsere Kommunikation. Ich versuche, ob es irgendwie einen Weg drum herum gibt. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Wir sind wohl auf audiovisuelle Kommunikation beschränkt. Wenn ich einen unkonventionellen Vorschlag äußern dürfte, wir könnten die Nachricht in ein Pad tippen, das Pad in den Weltraum hinaus werfen und hoffen, dass die Hawkings hineinbeamen. Was empfange ich von Fan Amati so an Emotionen und Gedanken? Es war nur eine Idee, als wir eine Nachricht an die Hawking übermitteln wollen. Ist da Ernsthaftigkeit? Ist das so? War das als Scherz gemeint? Nein, das war schon ernst gemeint. Es war nur eine unkonventionelle Idee, um mit einer schwierigen Situation umzugehen. Ja, wir könnten auch ein Niedrigfrequenz-Phaserstrahl abschießen, ihn auf die Deflektorschüssel richten und mit der richtigen. Ich glaube, es hat auch noch ein bisschen Zeit. Oh, wir könnten es pulsieren lassen in dem alten Morse-Alphabet, das haben die doch mal gemacht und damit was schicken. Wir jetzt, können jetzt diesen Phaserstrahl modulieren. Jetzt hat er mich, ja. Jetzt hat er mich. Okay, das ist sehr schön. Das heißt, ihr diskutiert Kommunikationsmöglichkeiten, ja. Während ihr herumfliegt. Ja,
Ich denke, wenn wir, ich tippe so ein bisschen, ich denke, wenn wir uns auf eine 20-Worte-Kommunikation beschränken, im Schnitt fünf Buchstaben, das wäre dann ein Signal von, ja, ich hau's mal durch den Computer und haue die Nachricht an die Hawking Laden Torpedo auf, Computerkern und anderes fehlt, kommen dann zurück zum Schiff. Uns geht's gut. Immer noch schreiben, uns geht's gut. Außenteam unverletzt. Oder so. Also ihr macht das jetzt tatsächlich. Ihr schickt jetzt wir machen das tatsächlich. Wir schicken einen niedrig, also schicken einen Niedrigenergie-Phaserstrahl, der so gewisse Pulsierungen hat, in Richtung Deflektorschild der Hawking. Also jetzt mit der Idee, dass das ein Strahl ist, der wirklich keinen Schaden anrichtet, ne, sondern die Deflektorschlüssel irgendwie trifft. Und so, dass man dieses pulsierende Signal empfängt. Also, du kommst wahrscheinlich bis fast zum Ende deiner Nachricht, also es dauert eine Weile, da ist Fenrich Amati schon an die Dockschleuse rangeflogen und angedockt. Das ist in Ordnung, ich möchte aber darauf würfeln. Ja. Das ist ein Phaserstrahl, ich würfel Security. ich biete an, weil es so cool ist, Presence und Security. Ja, go for it. So. Ich werde auch Lieutenant Diaz prüfen lassen, ob sie das rafft. Sag eine Schwierigkeit. Oh Gott. Ich möchte das unterstützen. Okay. Sehr nett. Also ich würde sagen, du hast sowas noch nie gemacht, Schwierigkeit 3. Aber Fenrich Amati kann unterstützen mit hilfreichen Vorschlägen. Ich gebe nur Momentum auf, das ist auf jeden Fall wichtig. Ich würde das mit Daring Engineering machen. Genau, du darfst mit einem Würfel unterstützen. Okay, ja, so. Wie viel Momentum möchtest du denn ansehen? Ich gebe eins aus für einen zusätzlichen Würfel. Mhm. Das wird schon klappen. Großartig. Und wir reden hier immerhin von einem Phaserstrahl. Kann ich die Value ist nur mit Determination. Genau, die Focus, die Foki. Nein, das ist kein Handphaser, den du da benutzt. Das hat auch nichts mit Astrophysik zu tun. Ja. Oh. Okay, das heißt, du hast eine Komplikation gewürfelt. Das ist großartig. Die werde ich auch sofort ausnutzen. Könnt ihr auch an jedes Pad, das ihr rauswerft, noch einen Phaser binden, der dann in das SOS. Also wir haben es jetzt auch einfach nicht geschafft, ne? Wir haben nur zwei Erfolge. Ihr habt nur zwei Erfolge und eine Komplikation. Das ist großartig. Okay, ich möchte jetzt mal kurz das aus der Sicht von Serdar Diaz darstellen. Also, Serdar Diaz bekommt jetzt mal einen Wurf auf Insight und Security, weil, hä? Unser Chef-Ingenieur hat sich im Chat auch schon gemeldet. Ach du meine Güte. Also, das wäre gemeinsam eine 10. Ich habe beide Würfe verkackt. Das heißt, Serdar Diaz ist tatsächlich, weil das ein wahrscheinlich völlig unlogische Sache ist, die er da macht und hat total die verrückte Idee. Also ich stelle mir das jetzt so vor. Also Fenrich Amati macht die ganze Zeit hilfreiche Vorschläge, was man noch alles in diese Morse-Nachricht einbinden könnte, hilft damit aber leider überhaupt nicht. Deine Kenntnisse vom Morse-Alphabet sind vielleicht nicht ganz so firm, wie du sie dir eigentlich gewünscht hättest. Du bist ja schließlich auch Betasoid, das heißt, vielleicht habt ihr ja auch ein anderes Morse-Alphabet, wer weiß. Wir haben nie eins gebraucht. Ja, eben. Guter Punkt, ihr wusstet nie ein Morse-Alphabet. Ich habe auch schon eine Spin-off-Serie gewünscht im Chat, ne? Mit den beiden. Spin-off. Großartig. Es gibt quasi ein Morse-Alphabet der Menschen, das du in der Sternenflottenakademie gelernt hast, aber nie so. Das ist jetzt halt auch schon eine Weile her und kannst es nicht mehr so gut. Auf der Brücke der Hawking blinkt plötzlich ein Alarm auf. Ketten, wir werden attackiert. Moment. Von der Handelsstation auf dem Planeten? Oder ist der getarnte Schiff? Der Waffenoffizier. Aus Feuer. Der Waffenoffizier wirkt sichtlich verwirrt. Nein. Es ist eine Niedrigfrequenz-Phaser. Moment. Piep, piep, piep. Der Waffenstation meldet: Captain, es kommt vom Schatten von der USS Larson. Ist Fenrich Amati mit dem Ellenbogen wieder auf dem Auslöser gelandet? Das ist nur einmal passiert. Werder Diaz tippt jetzt auch Captain. Ich nehme tatsächlich mit unseren Scannern Phaserfeuer wahr und es gibt plötzlich so einen kleinen
so einen kleinen Impact, sie mir so ein ganz kleines bisschen auf der Brücke bemerkt. Und unsere Schilde, sind die Schilde überhaupt oben? Habt ihr die Schilde oben gehabt? Das ist die Frage. Vermutlich nicht. Deswegen sollte der Energiestrahl auch so niedrig sein, dass nur die Deflektorschüssel ihn überhaupt wahrnehmen kann. Aber okay, dann habt ihr es verbockt. Es gibt tatsächlich ein kurzes Wackeln auf dem Schiff und Serda Dias dreht sich um. Captain, wir haben geringfügig Schaden genommen in der Nähe unseres Deflektors. Der Schaden scheint oberflächlich zu sein, aber es wird wohl eine Reparatur benötigen. Die Phaserstrahlen scheinen tatsächlich von dem Wave Rider Shuttle zu kommen. Das sich auch gerade im Wrack zu bewegen scheint. Meine Scans zeigen, dass es sich Richtung der Untertassensektion vorarbeitet. Ich kann leider nicht erkennen, mehr kann ich nicht erkennen über diese Phaserstrahlen. Sie sind sehr niedrig frequenziert. Haben wir es gemerkt? Schilde hoch. Schilde werden hoch. Mal blinken wir doch hier mit den Scheinwerfern. Zumindest ich habe denen nicht den Befehl gegeben, alles zu versuchen, um das Schiff zu kontaktieren, oder? Habe ich, glaube ich, nicht. Ich habe ihnen gesagt, in 15 Minuten treffen wir uns an der Schleuse. Ich weiß nicht, ob sie es verstanden haben, Fenrich und Marty. Zumindest ist irgendjemand dort drüben noch am Leben. Schaden genommen haben? Ich weiß nicht, wenn sie es verstanden hätten, würden sie dann zurückschießen? Okay, der Waffenoffizier wird dich informieren, Captain, dass die Strahlen nicht stark genug waren, um wirklich Schaden zu verursachen, aber es hat wohl irgendwas ein leicht empfängliches System getroffen, was jetzt repariert werden muss. Wissen Sie was, Lieutenant Rhee? Ich glaube, die Waffen von diesem Rafer, der Shuttle, sind stärker als die von einem normalen Shuttle. Okay, und mit dieser Aussage schneiden wir jetzt rüber zum Rest des Außenteams, was völlig entspannt zwischen den Türen des Torpedo-Hackers. Oh Gott. Auch den anderen geht's gut. Und in einer neuen Folge von Damit hat die Spielerin der Hörte nicht gerechnet. Ich finde, was im Chat besprochen wurde, wie das eskaliert, war auch sehr cool. Soll ich das kurz mal... Dass der Captain sofort davon ausgeht, dass Ungdorf auf die Hawking schießt und sofort alles attackiert. Und sofort den Planeten auslöscht, ja. Hätte ich jetzt Möglichkeiten gehabt, das mit noch ein bisschen Thread auszugeben und so richtig zu eskalieren zu lassen, das stimmt. Du bist ja nicht Jan, du wolltest das, glaube ich. Ich finde auch schön Vorschläge, wie das nächste Mal Morsen See mit Torpedos. Ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll. Langer Torpedo, kurzer Torpedo, kein Torpedo. Torpedo, Phaser, Torpedo, Phaser. Also ich mag meinen Plot. Ich versuche ihn nicht komplett zu vernichten. Danke. Das ist der Unterschied. Jan hat halt keinen Plot. Du hast einen Plot. Dem wir jetzt folgen. Wir sind bestimmt schon da. Wo sind die Torpedos? Ich suche Quantentorpedos. Okay, ihr steht vor den Türen zum Torpedo-Hangar. Diese Türen sind ganz offensichtlich... Da hat offensichtlich jemand versucht, sich an den Türen zu schaffen zu machen. Da sind Zeichen von Werkzeugen, die da angesetzt wurden, irgendwelchen Laser-Cuts, die da versucht wurden zu machen. Allerdings sind diese Türen verstärkt. Das ist quasi alles doppelwandig und extra sicher. Und ja, ich muss an dieser Stelle hinzufügen, dass meine Aussage in der ersten Folge, dass man mit einem Phaser nicht durch eine Tür durchschneiden könnte, offensichtlich fehlerhaft war, weil das man in Star Trek doch kann. Es dauert vielleicht ein bisschen, aber ja, man kann mit einem Phaser wohl mit genügend Geduld durch eine Tür durchschneiden. Ich entschuldige mich. Das hat aber an dieser Stelle wohl auch nichts gebracht. Die Person hat offenbar irgendwann aufgegeben. Also die Türen aufzubrechen, allerdings ohne Erfolg. Ja, Commander, die Plünder haben offenbar aufgegeben an dieser Stelle. Vielleicht waren sie unter Zeitdruck oder... Commander, wenn ich mir diese Phaserspur hier ansehe, bin ich aber auch sehr froh, dass in diesem Vorraum hier nichts Explosives war. Die Frage ist, wie kriegen wir die Tür jetzt auf? Haben wir mit Google haben wir irgendwelche Codes, Überbrückungscodes? Ja. Wir können zumindest der Tür erstmal wieder Energie zuführen und dann können wir schauen, ob sie auf unsere Signale reagiert. Oder wir Kommandocodes noch intakt sind oder ob die hier auch hinüber sind. McDougal klampft den Generator wieder auf dem Boden fest mit magnetischen Schellen und stöpselt rum, bis die Tür Energie hat. Okay.
Ja, also die, das Panel neben der Tür leuchtet tatsächlich nach so ein paar leuchtet quasi einmal auf. Und das Panel hat eben jemand schon geöffnet und hat versucht, da irgendwie offenbar was mitzumachen, aber es ist nicht komplett zerstört. Also da hat jemand jetzt nicht alle Kabel rausgerissen oder so. Das heißt, da hättest du die Möglichkeit, da könntet ihr jetzt quasi ran. Dann wirft sie da einen Blick drauf. Und da der Wissenschaftsoffizier nicht dabei ist, ist sie vermutlich die am besten befugte Person, um da wild Chips hin und her zu stecken und Dinge zu tun. Das stimmt, genau. Also du. Ich hab Bree auch nur zurückgeschickt, weil er der Einzige war, der sich nicht total dämlich angestellt hat beim. haben wir dir das letzte Mal Stats gegeben, Mitas McDougall? Ja, ich habe Stats für dich tatsächlich. Echt? Das heißt, ich habe tatsächlich einen Charakter für dich erstellt, weil. Ja, dann würde ich sagen Reason und Engineering. Mhm. Und ich habe hier 22. Müsstest du unter 13 schaffen. Und das ist Schwierigkeit 1, die Tür zu öffnen, ja. Also, ich habe eine 13 gewürfelt und eine 20. Oh. Also eine Complication. Also ist das gerade so geschafft, aber eine Complication, genau. Dann erlaube ich mir, Moment. Machen wir das denn? Ich hätte natürlich das alles noch viel schwerer machen können mit meinen Umgebungseffekten, aber das ist jetzt egal. So, wir wollen ja auch vorankommen. So, ich habe eine Complication gewürfelt, beziehungsweise ich habe einen Challenge-Dice gewürfelt, um zu gucken, aber du hast tatsächlich Glück. Du verbindest so ein paar Kabel miteinander, steckst ein paar Chips um und plötzlich gibt es ein lautes Psst und das Panel explodiert dir so ein bisschen ins Gesicht. Du schaffst es aber gerade noch rechtzeitig im letzten Moment, dich so wegzudrehen und du stolperst zwar kurz zurück, wirst aufgefangen von deinen Crewmitgliedern, aber du nimmst keinen Schaden davon. Ach, Entschuldigung, Sir. Alles okay, McDougall? Ist alles. Ja, das ist nur eine überraschende Restspannung in einem der Chips. Brauchen Sie eine antiseptische Salbe? aktuell nicht. Danke. Wir tragen Helme, oder? Ja. Ja. stimmt, du hast ja eh Schutzhelme auf, das heißt. genau, okay. Aber die Tür hat tatsächlich so ein kurzes Stottern von sich gegeben und es ist jetzt tatsächlich eine Lücke aufgegangen. Also sie hat sich, Verriegelung hat sich gelöst und jetzt könnt ihr quasi mit euren Hand. Ja. Gut, dann werden wir von zwei Seiten die Tür aufreißen. Mhm. Auf drei. Ich finde, der erste Offizier muss das mit sehr viel Anstrengung machen, während man gleichzeitig sieht, dass sie aus Pappe ist. Richtig. Ja, natürlich. Obwohl der Arzt natürlich alleine könnte, wenn er sich enttarnen würde. Ich weiß von nichts. Weißt du was? Einfach nur, weil ich genervt bin und nicht will, dass McDougall sich wieder in Gefahr begibt. Dr. Baker, können Sie die Tür aufschieben? Ich dachte, das machen wir zusammen. Keine Lust mehr. So, wenn du hier schon was anteaserst, dann musst du auch wirklich was anteasern. Boah. Bashir-Style. Okay. Gut. Ich schiebe die Tür auf. Du schiebst die Tür auf. Wenn du das alleine machst, darfst du, weil du es angeteasert hast, gerne sogar auf Fitness und Security würfeln. Einfach nur, weil du zeigen möchtest, wie durchtrainiert der Arzt ist. Schwierigkeit null. Ist das nicht eher so Engineering? Nee, das ist ein Kraftcheck. Das ist jetzt Fitness. Ja, Engineering statt Security meine ich. Ach so, nö. Also ich gehe davon aus, dass du das nicht schaffst und ich dir gleich helfe. Und wenn du es dann wirklich schaffst, bin ich. Das ist Schwierigkeit null. Wir schauen mal, wie gut er es schafft. Könnt ja auch null Erfolge würfeln. Immerhin ein Erfolg. Hey, der Doktor nimmt sich das Türöffnungsding, hieft die Tür auf. Und er kriegt ein Momentum zurück, weil der Arzt sich geopfert hat und die Tür alleine geöffnet hat. Sie ist jetzt so weit auf, dass man sich seitlich durchpressen kann. Ja, die war scheinbar doch schon ziemlich locker. Gut gemacht, Doktor. Genau, ein Momentum hat meine Schule. Mehr können wir eh nicht. Gut, ihr kommt in den Torpedo Bay. McDougall stopft etwas in die Tür, damit sie sich nicht wieder schließen kann, irgendein Schrottteil, und stöpselt dann den Generator wieder ab, falls man den drinnen braucht. Sehr cool.
Die Frau denkt mit. Ingenieurin. Die einzige in der Gruppe, die irgendwie so... Nein, das ist nicht ganz wahr. Einzige, okay. Die pragmatisch und mitdenkt, ja. Genau. Sie Crewman McGoogle sollte befördert werden zu Fähnrich, finde ich. Das werde ich vorschlagen. Okay, ihr seid im Torpedo Bay. Ja, es ist eigentlich alles relativ... also hier ist tatsächlich sehr unberührt. Hier hat niemand geplündert. Es gibt... oh Gott. Ich sage jetzt einfach mal 4 Quantentorpedos, weil das nach einer normalen Menge für ein Sovereign Class klingt, die man da noch haben könnte zu diesem Zeitpunkt als Schiff. Die lagern quasi in entsprechenden Regalen? Röhren. Ja, die sind ja quasi abschussbereit. Das ist ja nicht wie im 22. Jahrhundert, wo man noch die so von Hand in die Röhre reinschieben musste, sondern das ist ja alles automatisch. Das heißt, ihr müsstet die quasi jetzt aus den Torpedo-Abschussbahnen sozusagen rausholen. Wir stellen uns das irgendwie vor und dafür gibt es sicher Notfall, Greifhebel, Repulsor, Aggregat, Zangen. Genau. Ich würde auch, wenn, ich bin jetzt einfach mal hart Spielleiter Willkür und sage, an dieser Stelle würde ich das gerne ein bisschen abkürzen, weil wir haben jetzt schon wir haben ja ein bisschen den Zeitdruck und ich würde sagen, okay, wir könnten jetzt noch 2 Stunden lang Shenanigans machen, wie ihr da jeden einzelnen Torpedo aus der Röhre rausholt, aber das brauchen wir auch nicht unbedingt. Das heißt, ich würde sagen, es gibt jetzt eine kleine Montage, wie ihr einzeln und vorsichtig diese Torpedos da rausholt. Ihr müsst ja nicht den ganzen Torpedo mitnehmen, sondern wie Lieutenant Ree festgestellt hat, reicht es ja, die Detonatoren bzw. die entsprechenden Teile von dem Quantentorpedo abzumontieren. Das heißt, das könnt ihr auch machen, wenn ihr nicht den ganzen Torpedo da raustragen wollt. Die sind ja ziemlich lang. Also das heißt, entweder das, Amati und Ree. Amati dockt tatsächlich an dieser Notschleuse, die ist in der Nähe von quasi der Notausgang und am unteren Ende der Untertassensektion. Ihr könnt also die Torpedos oder die Torpedoteile da einzeln raustragen. Vielleicht wird ja Rodriguez auch die Tür noch ein bisschen weiter aufmachen, dass ihr leichter da rauskommt. Und ihr könnt auch gerne die, ihr könnt quasi noch nach Pads oder euch so weiter umsehen. Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles bestätigt eigentlich das, was ihr bisher auch schon gefunden habt. Ihr würdet hier auch nochmal Anzeichen finden für die Strahlung. Glücklicherweise sind die Torpedos nicht explodiert oder scheinen nicht betroffen zu sein an diesem Punkt. Also sind zumindest alle intakt. Also ist keiner kaputt oder explodiert oder so. Genau. Mhm. Und dann transferiert ihr die alle auf das Shuttle. Nochmal, wir nehmen nicht die ganzen Torpedos mit, sondern wir schrauben sie auf und nehmen nur die Sprengkörper sozusagen mit. Das war mein Verständnis von dem, was Anselm vorhin gesagt hat. Okay, ja, das finde ich aber auch sinnvoller. Und der Doktor kann das dann ja sicher mit seinen ruhigen Händen da rausoperieren. Der Chat hilft uns aus, dass da drin, wenn sich recht erinnert wird, Antimaterie in einer magnetischen Flasche sich befindet. Ja, da finde ich das gut, wenn das mit einer ruhigen Hand macht. Wahrscheinlich stöpseln wir die dann idealerweise alle an den Generator, damit der magnetische Verschluss nicht versagt und dann können wir mit ganz vielen Sprengköpfen... Der Chat diskutiert gerade, dass es sich um Photonentorpedos handelt. Das ist aber natürlich wichtig festzuhalten, dass es sich um Quantentorpedos handelt. Also, aber verkürzen wir das einfach, indem ihr baut relevante Teile aus. Und da wir hier im Kontrollraum dafür sind, wird hier sicherlich einer von diesen praktischen Transportcontainern rumstehen, in die wir die Detonatoren reinpacken, diesen dann sicherheitshalber an den Generator anschließen und das dann darin perfekt Shuttle transportieren können. Also durch den Noteinstieg. Ja, es gibt also die Sovereign Class, das gibt quasi auf der Sovereign Class Quanten- und Photon-Torpedos. Das heißt, wenn ihr die Photon-Torpedos auch mitnehmen wollt, könnt ihr das natürlich auch machen, aber das würde dann länger dauern. Ja, nee, die können bleiben. Okay. Photonen kann jeder. Aber das haben wir uns zumindest, das hat Anselm ja am Anfang der... McDougal hat das nicht zu entscheiden. McDougal wird vor auf dem Quick. Okay, ja, dann. Also das kriegt ihr auf jeden Fall hin. Das ist jetzt Montagematerial, diese Dinger da raus zu montieren und dann alles auf das Shuttle zu bringen. Der Arzt, euer Arzt, tatsächlich vorsichtig mit McDougals Hilfe. Also ich kann mir vor allem vorstellen, dass ihr beide das vor allem macht und dass Commander Rodriguez da vor allem dirigiert und prüft und vielleicht mit einem Tricorder daneben steht und guckt, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und das machst du sehr gut, Laddie. Moment, also meinst du den Doktor oder mich? Ja, den Doktor. Okay.
der Doktor, der mit seiner ruhigen Chirurgenhand die Sachen ausmontiert. Okay. Was hat Tim da alles an Props? Props. Genau, es ist jetzt, bis ihr das mal alles ausmontiert habt, ist gut eine Stunde vergangen. Also ihr seid jetzt eine Stunde unterwegs, seit ihr die Kommunikation verloren habt. Captain Varix. Commander Varix. Captain Commander Varix. Auf der Brücke der Hawking. Es ist eine halbe Stunde vergangen. Ihr habt bisher nur komische Schüsse abbekommen und mehr nicht. Ihr habt bisher noch keine Kommunikation wieder aufgebaut. Lieutenant Diaz, Crewman, Umbreon und zwei Security-Leute sollen sich bereit machen, mit Shuttle Nummer 2 rüber zu fliegen, um Kontakt aufzunehmen. Okay, Crewman, Moment, ich muss mal das kurz notieren, dass wir das nicht vergessen. Crewman Umbreon. Wer ist denn da, den ich im Chat gesehen habe? Das ist völlig in Ordnung, genau. Ich muss es nur wissen, dass wir es dann nicht falsch sagen. So. Mhm. Und zwei Security. I-Captain, wer soll das Außenteam auf dem Shuttle leiten? Ist ein Crewman Umbreon? Oder wird ein Offizier? Nein, Crewman Umbreon und er hat die Verantwortung, beziehungsweise, wie hieß unser Sicherheitsoffizier? Wurde gefragt. O'Connell. Ich möchte, dass O'Connell die zwei Sicherheitsleute begleitet und sie auch auswählt. Okay, genau. Also Lucas O'Connell, euer Security Chief. Okay. Der wird sich von der Waffenstation wegbewegen, I-Captain, und wird eben entsprechend Crewman Umbreon signalisieren, dass er sich im Shuttle Bay einfinden soll und verschwindet von der Brücke. O'Connell, wir erhalten Kontakt mit Ihnen, damit wir sehen, wann der Kontakt abbricht, falls das denn passiert. Falls es dort draußen ein Feld gibt, wollen wir die Ausdehnung davon wissen. Also halten Sie die Kanäle offen. Danke. Hi, Captain. Okay, die beiden verlassen die Brücke. Und ja, es wird einen Austausch geben, jemand übernimmt die Waffenstation. Serda Diaz meldet sich jetzt wieder zu Wort bei dir, Captain. Captain, unsere Sensoren zeigen gerade an, ein weiteres Schiff entert gerade diesen Sektor. Und es blinkt etwas auf. Piep, piep. Haben wir schon ein Sensorecho? Was für ein Schiff? Es ist ein Ferengi-Signatur. Captain. Ferengi-Handelsschiff. Ich verstehe. Bringen Sie uns zwischen Ihren Anflugvektor und die Larsen. Hi, Captain. Ich glaube, ihr seid aktuell im Orbit? Ja, ja. Parallel zu Larsen in einem stabilen Orbit. Aber wo auch immer die Ferengi jetzt herkommen, ich will, dass unser Schiff zwischen denen und alles klar, und der Larsen ist. Bewegt euch aus dem Orbit ein wenig raus. So dass ihr quasi manövrierbar bleibt. Ja, ja, auch wenn das möglicherweise bei der Crew um Bord der Larsen den Eindruck auslöst, wir lassen sie da. Die sehen das ja noch nicht. Ihr bewegt euch aus dem Orbit raus. Pilot Chavez manövriert die Hawking weg. Und ihr seht jetzt, ja, auf. Lieutenant Diaz, das Ferengi-Schiff hat eine Position im Orbit des Planeten eingenommen. Gut. Öffnen Sie einen Kanal. Danke. Kanal ist offen. So. Hier spricht Captain Duna Varix vom Sternflottenschiff USS Hawking. Der Bildschirm geht an und du siehst einen Ferengi auf einem Kapitänsstuhl und einen weiteren Ferengi, der sich in der Nähe seines Stuhls neben ihm steht. Er wirkt auf den ersten Blick sehr, also typischer Ferengi,
und sehr opulent gekleidet. Also so richtig bunte Kleidung, Schmuck und Behänge und sowas und diverse Dekorationen umgehängt. Also sehr opulent für ein Ferengi auch noch. Captain Daimon Ingmar. Mir kann nicht zu hilflich sein. Moment, ich notiere mir eben den Namen, damit ich ihn nicht... Ingmar, genau. Daimon, gehören Sie zur offiziellen Handelsflotte unter Leitung von dem großen Nagus Rom? Hä? Handelsflotte? Wir sind... Du siehst tatsächlich, als du den großen Nagus Rom erwähnst, den anderen Ferengi, der neben dem Stuhl steht, so ungefähr so ein Gesicht machen und so ein bisschen vorsichtig zu seinem Kollegen rüber zu schielen, also zu dem Captain. Und du siehst, dass Daimon Ingmar sofort ein bisschen ungehaltener wirkt. Also seine Brauen ziehen sich so ein bisschen zusammen, so große Handelsfrau. Ach so, wir sind unabhängige Händler, Captain. Was hat das dann damit zu tun? Wie können wir denn behilflich sein? Das ist für mich wichtig zu wissen, welche Verträge zwischen uns bestehen. Ach so, unabhängige Händler. Ja, und sonst? Wir sind jetzt zum Handeln. Habt ihr irgendwas zum Handeln? Nein, wir sind selber an einigen Dingen interessiert, aber das sollte vermutlich auf Sie keinen Einfluss haben. Ich hoffe, dass die Handelspläne gut vorangehen. Ich wünsche Ihnen beste Gewinne, Daimon. Danke. Piep. Ferex, Ende. Ich muss kurz sagen, wie großartig ich finde, dass Julia es schafft, so zu sprechen, als hätte sie eine Zahnprothese drin, die sie keine trägt. Ja. Und als hätte sie so einen kleinen Hähnchenschenkel im Mundwinkel. Ja, Ferengi. Lieutenant Diaz, wie ist unser derzeitiger diplomatischer Stand mit unabhängigen Ferengi? Gott, wie ist denn der diplomatische Stand mit unabhängigen Ferengi? Gibt es da irgendeine Abmachung? Ich glaube nicht. Ja, das ist nämlich auch das, was sich Nuya Varix gerade fragt. Lieutenant Diaz, anstatt es irgendwie rumzutippen, wie das dieser Offizier sonst gerne tut, dreht Diaz sich um und schaut dich an. Ich bin nicht versiert in exakten Verträgen mit der Ferengi-Allianz. Ich weiß aber, dass wir bestimmte offene Beziehungen mit freien Händlern der Allianz durchaus aufrechterhalten haben. Es gibt aber meiner Meinung nach, soweit ich weiß, gibt es keine besonderen Abmachungen, Captain. Das müssten wir aber nochmal in der Datenbank prüfen. Weisen Sie doch jemanden aus Ihrem Team an, das zu prüfen. Ich möchte wissen, wie sehr ich dem Daimon die Daumenschrauben ansetzen kann in Verhandlungen, sollte er nicht zufällig auch unseren Datenkern haben wollen. Hi, Captain. Danke. Sie tippt kurz ein paar Befehle in die Konsole und kontaktiert dann ein Crewmitglied. Doktor, ich habe Kopfschmerzen. Ja. Der Captain hat Kopfschmerzen, glaube ich auch. Das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Ja. Was wir können natürlich einfach sagen, okay, nach ein paar Minuten würdest du einen Bericht reinbekommen, tatsächlich von Diaz und auch von dem Wie du magst, wir können auch erst zu den anderen wechseln. Ja, nee, also das ist relativ schnell abgeklärt. Es gibt, Captain, es gibt tatsächlich keine gesonderten Handelsverträge. Es sind aktuell 433 kleinere und größere Handelsabmachungen mit der Ferengi-Allianz in aktiv. Einige davon würden, seit der neue große Nagus die Oberhand übernommen hat, wurden einige davon gekündigt und neu erstellt. Viele sind aber noch in Bearbeitung. Es gibt allerdings keine gesonderten Abmachungen wie die Föderation oder die Sternenflotte mit einzelnen Händlern. Es gibt keine Rahmenverträge, an die wir... Oh, wunderbar. Wir werden also einen Präzedenzfall setzen. Varix lächelt, man sieht vielleicht so eine einzelne Ader hier pulsieren. Hi, Captain. Gut. Okay, dann, wie gesagt, wenn du bis zur
Rückkehr oder so nichts, des Schiffs nichts machen möchtest, würde dann jetzt das Shuttle launchen, eben vorher, das du befohlen hast. Der, ja, dann würde das, also Lieutenant Junior Grade Lucas O'Connell. Achso. würden tatsächlich dann losfliegen mit dem Shuttle und würden euch dann in Kommunikator-Entfernung sozusagen immer wieder kurz Bericht erstatten, bis es dann irgendwann in der Nähe der Darson anfängt, deutlich zu kratzen. Und Captain, du hörst O'Connells Stimme durch das Shuttle und durch den Kommunikator. Wir haben eine Interferenz hier entdeckt, die unsere Scanner aufzeigen. Die scheint sowohl die Shuttle-Manövrierbarkeit als auch die Kommunikatoren deutlich einzuschränken. Wir vermuten, dass hier ein Feld durch die Wrackteile der Larson entstanden ist. Verstehe. Trotzdem besser, wenn Sie noch Unterstützung da draußen haben. Wir können ja nicht wissen, ob aktuell es noch weitere Störungen gibt. Danke für den Bericht. Hi, Captain. Und das Shuttle wird also dann weiter zur Larson rüberfliegen? Wenn du nichts anderes vorhast, dann wird das dann erstmal abhandeln. Mhm. Dann machen wir da weiter. Okay. Die Crew, das Außenteam 1 sozusagen, ihr würdet jetzt auf euren Kommunikator, also Commander Rodriguez, dein Kommunikator piepst irgendwann oder fängt an, kratzige Versuche der Kommunikation anzustarten. O'Connell an Commander Rodriguez, können Sie mich hören? Rodriguez hier? Wo sind Sie denn? Ah, Commander, gut Sie zu hören. Wir sind offensichtlich wieder nah genug geraten, um die Interferenz auszugleichen mit unseren Kommunikatoren. Wir haben ein zweites Außenteam geschickt. Wir sind in unserem Shuttlepod neben. Warum? Halten gerade parallel zum Wave Rider Shuttle die Position. Captain Varix wollte wissen, ob mit dem Außenteam alles in Ordnung ist. Da die Kommunikation abgebrochen ist. Den haben wir doch gemordet. Naja, egal. Kein Vertrauen in uns. Entschuldigung, Sir. Bei Ihnen ist alles in Ordnung? Bislang ja. Wir verladen gerade die, wie viele waren es? 4? Ja. Die Kerne der Quantentorpedos und machen uns da auf den Rückweg. Also, sollen wir wieder zurückfliegen und Bericht erstatten? Oder brauchen Sie Unterstützung? Ich schaue Dr. Baker an. Brauchen wir Unterstützung hier? Wir sind hier gleich fertig. O'Connell, können Sie Kontakt mit dem anderen Shuttle aufnehmen? Commander, einen Moment. Also die Frage ist, dringen Sie durch? Wir dringen nicht durch. Achso, ihr meinst mit dem Wave Rider Shuttle? Ja. Ihr habt ja angefangen, die Torpedos zu verladen. Achso, so weit waren wir schon, okay. Das Shuttle ist jetzt schon gedockt, genau. Also. Gut. Dann, können Sie zurück. Sir. Okay. O'Connell, Ende. Auf Fenricher Marti an, dann hat unser Kommunikationsversuch wohl nicht funktioniert. Ja, aber den Versuch war es wert. Mal sehen, ob der Captain das genauso sieht. Was haben Sie versucht, Lieutenant? Wir haben mit einem Niedrigenergie Phaserstrahl mit pulsierenden, zirkulierenden Emissions Werten jenseits der Normwerte experimentiert, um eine alte irdische Sprache genannt Morsen an die Hawking zu schicken. Interessant. Ich erinnere mich nicht daran, diesen Befehl gegeben zu haben, aber spannend. Es war eine, ich schaue Fenrich Amati an, eine gemeinsame Idee, könnte man sagen. Ja. Gut, sind wir hier fertig? Wir haben dann die Phaserbandbreite moduliert. Das können wir auf der Hawking besprechen. Erkläre ich gar nicht. Gar nicht. Keinem isotonischen Getränk. Oh. Dein erster Gedanke, Ree, wäre in diesem Moment moduliert. Phaserbandbreite moduliert? Was für eine Bandbreite? Ups. Also, wenn ich die Details mir nachher anhöre, diese beiden haben offensichtlich im Alleingang beschossen, dass sie mit den Waffen des Shuttles die Hawking beschießen. Ja. Warten wir doch erstmal. Personellen Konsequenzen. Rhythmisch. Rhythmisch beschießen. Rhythmisch. Das.
Ich bin nicht glücklich damit. Ja, du kannst ja dann später die personellen Konsequenzen daraus ziehen. Das werde ich wohl. Mhm. Oha. Und du deckst ein, sag ich nur. Deckt sein gestrichen. Und kein Nachrichtsklassmöglichkeit, oder? Das ist jetzt Full Circle, Nico. Wir sind jetzt Full Circle gekommen. Übrigens, Crewmitglied Umbreon wünscht sich, ein Denobulaner zu sein, falls du das in deiner Notiz mit aufnehmen sehr willst. Schön. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Denobulaner sind lustig. Commander? Wichtige Frage. Wie viele Frauen hat er? Oder sie? Oder Männer? Je nachdem. Das können... Auf die Antwort warten wir ein bisschen, denke ich. Ich glaube, jeder Mann hat 3 Frauen, jede Frau hat 3 Männer, also... Genau, also wahrscheinlich 3. Kann ja auch nur einer sein, weiß ja nicht, wie alt Crewman Umbreon ist. Okay, mit dieser wichtigen Information würde ich sagen, fliegt also das Shuttle von Lucas O'Connell. O'Connell, der eigentlich auch so ein bisschen eher so Action, also ne, so ein anpackender Security Chief ist, wirkt definitiv etwas genervt, als er dich wieder kontaktiert, Varix, weil er sich so ein bisschen degradiert fühlt zum Botenjunge. Und als er wieder in Comrange ist, bitte aber sich melden und Bericht erstatten. Captain, O'Connell an Captain. Varix hört? Mit dem Außenteam ist alles in Ordnung, Captain. Die sind nur außerhalb der Kommunikator Range. Sie verladen gerade noch ein paar Quantentorpedos und kommen dann sofort zurück. Danke. Sie können zurückkehren. Ah, Captain. Und ja, das Shuttle wird wieder in den Shuttlebed zurückfliegen. Gibt es ein Problem, O'Connell? Nein, Sir. Gut. Das ist okay. Der Idealzustand. Kein Problem. O'Connell, Ende. Was habe ich eigentlich für eine Crew? Keine Disziplin. Alle beleben sich wie die Kleinkinder. Ja, stimmt so ein bisschen, ja. Also, das würde Lieutenant Ree hören, wenn er in telepathischer Reichweite wäre. Aber da er nur 3 Meter Reichweite hat. Möglicherweise denkt sie gerade so laut, dass er so... Ich spüre eine Welle der Unzufriedenheit. Ich spüre eine Erschütterung der Macht, sozusagen. Sind wir denn im Shuttle? Haben wir die Kerne? Können wir die Schleuse schließen und uns auf den Rückweg machen? Ja, ihr seid auf dem Rückweg. Commander, wollen wir die Larson hier eigentlich einfach wieder so liegen lassen? Sonst kommen bald die nächsten Plünderer und nehmen die Photonentorpedos mit, die wir da gelassen haben. Das ist ein guter Punkt. Aber das muss der Captain entscheiden. Wir haben aktuell noch eine weitere Priorität. Es ist ein Ferengi-Schiff, ein unabhängiges Ferengi-Schiff im Orbit. Und ich würde gerne unseren Computer, der sich übrigens bei einem Bergungsarbeiter auf der Planetenoberfläche befindet, zurückerhalten, bevor die Ferengi ihn kaufen. Zu wem sagst du das gerade? Ja. Ich dachte, ihr hättet... Ich nehme stark an, dass ihr jetzt wieder hier Schnitt, ihr habt wieder gedockt. Captain Varix hat sich wahrscheinlich sogar persönlich auf den Weg gemacht. Ich wollte das eigentlich sagen, bevor wir zurückgeflogen sind. Gut, das dann. Aber nicht wichtig. Franz hat recht, aber wir haben weder die Kapazitäten, diese Photon-Torpedos zu bergen, noch können wir allein entscheiden, dass wir die Larson zerstören. Deswegen muss der Captain erstmal den Glücksfrage halten. Nicht. Also berichten wir das alles und dann, ja. Kurzer Hinweis. Da die sekundären Kommandoprozessoren kaputt sind und wir keine Selbstzerstörung initiieren können. Ja, Julia wollte was sagen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass Varix dazu auch instruiert wurde, zu Beginn eurer Mission, dass ihr entweder alles bergen sollt, was ihr bergen könnt, oder eben das Schiff zerstört, damit es nicht in andere Hände fällt, was, wenn aus irgendeinem Grund die Bergung unmöglich wäre. Es gibt aber die Möglichkeit, das ist jetzt einfach Föderation/Sternflottenprotokoll, die sowohl Commander Rodriguez als auch Commander Varix Bescheid wüssten, ihr könntet entsprechende Marker setzen. Also ihr könntet quasi das Wrack jetzt als Besitztum der Föderation/der Sternenflotte markieren und sagen, okay, hier wird geborgen. Und wenn das im Protokoll ist, dann befolgen wir das natürlich und setzen diese... Also das könntet ihr machen. Das ist natürlich keine Garantie, dass da niemand mehr ankommt, aber dann könntet ihr zumindest sagen, rechtlich haben wir das jetzt markiert als Bergungsgut. Anselm hat gerade sehr unzufrieden geschaut, genau. Ich würde vorschlagen, es einfach in die nächste Szene zu schieben und jetzt entweder im Meetingraum oder im Transporterraum alle zusammen zu sein. Geht das? Ja, also wir können gerne sagen, ich bin entgegengekommen und habe gesagt, wir haben direkt ein anderes Problem.
Ja, genau. Aber das, deswegen, ja, das mit diesen Markern klingt wirklich wie so ein Standardprotokoll, dass wir so eine Art Transponder dabei haben, den wir da irgendwo hinklackern und dann sendet er ein Signal, ein automatisches, das besagt, sie nähern sich einem havarierten Sternenflottenschiff, kehren sie um, sonst beginnen sie. Ist von der Sternenflotte in Besitz genommen. Mhm. Sind wir wahrscheinlich im Shuttle Bay und schälen uns gerade aus den Anzügen. Mhm. Ja, ihr seid, ich denke mal, dass Varix euch vielleicht sogar im Shuttle Bay dann oder irgendwo oder außerhalb des Shuttle Bays, als ihr gerade eure Anzüge ablegt, euch trifft und dann eben ihr euch gemeinsam auf den Weg zum Meetingraum macht oder eben zurück zur Brücke, ja. Wir sind im Shuttle Bay, Punkt. Ja. Alles klar, Shuttle Bay. Gute Arbeit. Wir allerdings, falls irgendjemand genauer wüsste, warum unsere Deflektorschüssel von einem Schuss des Shuttles Schaden davon getragen hat, würde sich unser Chief Engineer sehr über diese Erklärung freuen. Moment, Sie haben tatsächlich. Habt ihr das schon gesagt, dass ihr die Hawking beschossen habt? Ihr habt nur gesagt, ihr habt versucht, Kontakt aufzunehmen. Mit einem niedrig modulierten Phaserstrahl, haben wir gesagt. Lieutenant, Sie haben erlaubt, dass das Shuttle die Hawking beschießt, in meiner Abwesenheit. Commander, Captain, das ist offensichtlich nicht so angekommen, wie es geplant war. Ich hoffe, Sie haben unsere Nachricht erhalten. Welche Nachricht? Nein, ich habe... Ich habe Lieutenant Junior Grade O'Connor geschickt, weil ich keine Nachricht erhalten habe über Stunden hinweg. Das wollten wir vermeiden. Wir haben einen triangulierenden Niedrigfrequenz Phaser-Energiestrahl in Morse-Code geschickt, weil es uns als die einzige Möglichkeit, Ihnen eine Nachricht zukommen zu lassen, erschien. Das war wohl eine Fehleinschätzung. Ich möchte sagen, dass ich die volle Verantwortung dafür übernehme und außerhalb meiner Schichten mich an den Reparaturen beteiligen werde. Melden Sie sich beim Chief Engineer. Ja. Vielen Dank. Der Chief Engineer sieht gerade etwas... Der Chief Engineer schreibt im Chat, der kommt mit pochender Schläfe und Bruchstücken in der Hand. Sehr gut. Okay. Zudem, wie ist Ihr derzeitiges Befinden? Wären Sie bereit für einen weiteren Einsatz? Mit wem wendest, an wen wendest du dich? An alle. Alle nicken. Wir müssen eine weitere dringende Außenmission auf den Planeten durchführen und wir brauchen dafür einen Shuttle. Sie schaut rüber zu Heinrich Amati. Weil Transporterkontakt nicht möglich ist. Unser Computer befindet sich auf der Planetenoberfläche bei einem Bergungstechniker, der darüber verhandeln möchte. Und ich würde gerne auch feststellen, ob dieser Computer tatsächlich noch einsatzfähig ist, welche Daten wir retten können und dergleichen. Sie schaut rüber zu Inainri. Und ich habe Kopfschmerzen. Damit lächelt sie den Doktor an. Und ich denke, wir könnten möglicherweise möglichst alles schnell und effizient erledigen, bevor die Ferengi uns diesen Computerkern wegkaufen. Haben wir jetzt wieder die Situation, dass ich losziehe und der Captain zurückbleibt, die wir eigentlich vermeiden wollten? Nein. Oder würde jetzt der Captain losziehen als Chefverhandler? Und ja, das würde ich mich vorschlagen, aber der Captain hat gerade gesagt, er hat Kopfschmerzen. Das ist ein Zeichen dafür, deswegen dass der Captain nimmt sie den Arzt mit. Der Captain geht, ja. Weil sonst könnten wir auch einfach sagen, dass sich Rodriguez den Knöchel verstaucht hat beim Verladen der Torpedo. Ihr könnt auch alle gehen. Ja. Also, wir können auch alle gehen und der Chief Engineer hat die Brücke. Ich glaube, Zelda Diaz ist fähig, dass das... Zelda Diaz hat die Brücke. Zelda Diaz ist die erwachsenste Person an Bord dieses Schiffes. Ausnahme von Varix. Wie langweilig. Aber dann beamen wir uns auf den Planeten. Es ist nicht möglich zu beamen. Wir müssen einen Shuttle nehmen. Wir nehmen einen Shuttle, können wir auf dem Weg darüber reden, wie wir mit dem Wrack der Larson verfahren. Gut. Mhm. Genau. Ich denke, ihr updatet euch dann. Ja. Okay. Aber wir laden erst die Quantentorpedos aus, bevor wir die auf den Schrotthänderplaneten. Während ihr gesprochen habt. Wir nehmen Shuttle 2 und wir lassen den Chief Engineer und seine rechte Hand das ausladen. Wie wäre es damit? Also, während ihr gesprochen habt, sind im Hintergrund schon so Crewmitglieder gelaufen und haben schon angefangen, das auszuladen. Also, das können wir uns vorstellen. Ja. Aber könnten wir nicht das Wave Rider nehmen? Es fliegt sich viel besser. Und wenn wir irgendwelche Probleme haben, ist das Wave Rider unsere Bände. Benrich. Es sind alle Shuttle zur Verfügung. Wir haben die Torpedos ausgeladen. Wir nehmen das beste Shuttle für die Mission.
Ja, das Ausladen dauert jetzt nicht so lange. So, bis ihr da euch da fertig unterhalten habt und alle eure Raumanzüge wieder ausgeschält habt, denke ich, haben die es geschafft, 4 Quantentorpedos aus einem Shuttle rauszuladen. Für wir eine Stunde gebraucht haben oder so. Mhm. Ihr müsstet sie ja erst ausbauen. Ja. Außerdem müsstet ihr da überhaupt erstmal hin. Also ja, es sind jetzt gut, ich denke jetzt mal, seit wir angefangen haben oder so IT, würde ich sagen, sind es tatsächlich so ungefähr 2 Stunden vergangen, bis ihr wieder da wart. Vielleicht so 2,5, bis ihr alle wieder abmarschbereit seid. Und dann könnt ihr sagen, okay, ja, Captain Barracks Aussage, nein, da wird jetzt verhandelt und mir Schnitt und dann sehen wir quasi euch alle in dem Wave Rider Shuttle sitzen. In dieser Konstellation, wenn das für euch als Außenteam ausreicht. Ja, super. Wollt ihr noch irgendjemand mit euch irgendwelche NPCs mitnehmen, irgendwelche Sicherheitsleute oder irgendwas? Nee. Oder nur? Du hast nur 5 Leute in einen Shuttle. Das Wave Rider Shuttle ist ein bisschen größer, aber ja, alles klar. Ein Bataillon Sicherheitsoffiziere. Genau. Was wir nicht gesagt haben, ist, dass Lieutenant Ree wahnsinnig dick ist. Julia, du kannst ja entscheiden, ob wir ein Nameless Redshirt mitnehmen sollen oder nicht. Ihr könntet das Security-Team mitnehmen, was wir gerade schon mal losgeschickt haben. Dann hättet ihr noch ein bisschen Backup, wenn ihr wollt. Kommt drauf an, in welcher Masse ihr da unten auftreten wollt. Ich glaube, wenn du es nicht entscheiden willst, dann nehmen wir auch niemanden mit. Wie gesagt, es kommt ja drauf an, was für einen Eindruck ihr machen wollt. Wenn ihr jetzt sagt, wir nehmen halt noch Crewman Umbreon und 2 Security und den Chief of Security mit, dann haben wir halt einen kleinen Trupp bewaffneter Leute. Wir nehmen die Spieler aus verschiedenen Gründen als Außenteam mit, aber wir packen unsere Phaser in die schicken Hüfttaschen. Alles klar, also ihr seid bewaffnet, aber nehmt keine extra Security-Personal mit. Okay, kein Redshirt dabei sozusagen. Alles klar. Dann, dann fliegt ihr runter zum Planeten. Scroll. Wir scrollen zum Planeten. Hä, was? Ich finde das richtig erfreulich, dass wir wieder so viel fliegen. Durch dieses ganze Beamen verliert man irgendwie das Gefühl für Entfernung. Ich finde, Sie haben heute genug geredet. Ähnlich. Ich würde vorschlagen, dass wir den Shuttle-Flug nutzen, um uns gegenseitig über alles aufzuklären, sodass wir alle von den gleichen Informationen ausgehen, die wir auch als Spieler haben. Ja, auf jeden Fall. Davon gehen wir aus, ja. Und auch die Mitteilung, dass es ein sehr stark rauschender Klasse-L-Planet ist. Irgendjemand hat gerade gerauscht. Und dass das möglicherweise für befällte Besatzungsmitglieder heißt, dass es unangenehm heiß werden könnte. Obwohl, andererseits sind Kaitianer vermutlich fühlen sich wohl in der Hitze. Wir sollten vielleicht irgendwie einfach nur Angst haben, dass es sich auf dem Stein zusammenrollt und ein Nickerchen macht. Ja. Ja, die Klasse L ist auf jeden Fall unangenehm jetzt, aber es ist nicht problematisch für euch, nur wenn ihr euch länger aufhalten würdet. Okay, ja, gut. Ich scanne die Planetenoberfläche, da wo wir landen, um Fähnrich Amati beim Landeprozess zu unterstützen. Okay, dann kriege ich von Fähnrich Amati mal einen standardmäßigen Schwierigkeit 2 Complication. Control und Con Check, einfach ein ganz normales Umgehen der entsprechenden hier durchbrechen der Atmosphäre, Landungsschübe. Okay. Ja, das ganze übliche Landungsmanöver und du kannst unterstützen durch deine Scans, das heißt unterstützen mit was für dich am sinnvollsten ist. Ich finde Reason Science ist für Scan eigentlich. Dass irgendwie durch Umwelteinflüsse erschwert. Die Schwierigkeit ist einfach nur 2 aufgrund von, weil Landen schwieriger ist auf dem Planeten. Fertig. Also keine besonderen Umwelteinflüsse außer. Weil dann hätte mein Talent gegriffen, deswegen habe ich gefragt. Ein Erfolg wäre ich bei. Nein. Haben wir 3. Nein, aber du hast einen Fokus auf Helm Operations, das heißt. Ja. Perfekt. Okay, das heißt, ihr kriegt ein Momentum dazu und landet problemlos auf dem Planeten. Es gibt tatsächlich einen vorgesehenen Landeplatz, der euch vorher auch übermittelt wurde, nachdem du ja gefragt hast, ob es einen Landeplatz gibt. Und ist da schon ein Ferengi-Shuttle?
Ja, also genau, ihr nähert euch der, dieser Kuppel, die sozusagen auf dem Planeten ist, die man auch so leicht sieht, also so dieses ganz, ganz, ganz leichtes Schimmern sozusagen in der Luft. Man sieht auch, dass innerhalb eines relativ großen kreisförmigen Gebiets alles ein bisschen, also dass der Boden auch ein bisschen anders beschaffen scheint. Außenrum wirkt das etwas grober und weniger bewohnt. Ihr landet so ein paar hundert Meter entfernt von der Kuppel, wo quasi ein freier Platz ist zwischen so ein paar Felsformationen. Auf dem Planeten ist tatsächlich nicht viel los. Also wirklich so ganz grobe Vegetation, so wüstenmäßig, ein paar trockene Büsche und Felsen. Standard San Francisco Wüstenset. Und es ist tatsächlich neben dem, dieser Compound besteht quasi aus einer größeren Hütte, die sehr zusammengezimmert aussieht, vor allem aus Wrackteilen. Also sehr modular sieht aus, als könnte man die leicht abbauen und wieder einpacken und weiterfliegen sozusagen. Ihr seht, Moment, Notizen, in der Nähe, also ein Stückchen weiter weg von dem Kuppel-Compound steht ein größeres Shuttle. Das ist nicht das Ferengi-Schiff, sondern das scheint wahrscheinlich Ungdorfs Schiff zu sein. Das ist ein Shuttle, was vorne irgendwie aussieht, als wäre es Teil von so Bauoperationen. Also das hat so zwei große Greifarme mit verschiedenen Attachments dran, die so aussehen, als würde man das beim Bau oder beim Abbau von irgendwelchen größeren Maschinenteil zum Beispiel verwenden, also mit so fetten Plasma-Cuttern vorne dran, und das würde man wahrscheinlich kennen vom Verschrotten von irgendwelchen alten Raumstationen oder sowas. Also der hat definitiv ein Gerät, mit dem er sowas machen kann. Hinter dem Gebäude habt ihr auch beim Anflug gesehen, dass da ein riesiger Klotz zu liegen scheint, der von einer sehr zusammengeflickten Plane überdeckt wird, und die innerhalb des Compounds ist alles so ein bisschen wohnlich gestaltet. Das sind so ein paar Kakteen und es liegt überall Schrott rum. Also einfach so zwei riesige Schrotthaufen, die neben dieser Hütte liegen. Da steckt alles mögliche Zeug drin. Das sieht wahrscheinlich für jemanden, der sich da auskennt, relativ sortiert aus, aber auf den ersten Blick wirkt das einfach nur wie zwei Berge auf so einer Schrotthalde. Und ja, auf der anderen Seite, also relativ nah bei eurem Landeplatz, befindet sich ein Ferengi-Shuttle. Eine Augenbraue von Duna Varix zuckt kurz hoch und Lieutenant Ri empfängt starke Verärgerung. Gut. Okay. Fenrich Amati, landen Sie dort drin. Also. Okay, ihr landet in der Nähe von dem Ferengi-Shuttle und könnt euch dann auf den Weg machen zu der Kuppel. Mhm. Ich würde natürlich vorausgehen und dafür sorgen, dass der Captain nicht in irgendeinen Bärenfalle oder sowas, keine Ahnung. Es gibt keine Falle oder so auf dem Weg. Man weiß ja nie, ob der Boden plötzlich wegbricht. Der letzte Außenmission hatte da ja. Ja, Vorsicht vor irgendwelchen großen schwarzen Ölflecken, die plötzlich auftreten. Oh, dieser Planet hat 13,5 ppm Narrativum. Wie bitte, Doktor? Ach, interessante Atmosphärenzusammensetzung. Sie sind also Anhänger der Theorie von Professor Pratchett offensichtlich. Ja, Sie haben von ihm gehört? Ja, aber ich kenne mich nicht so aus mit Wissenschaft. Das bin ich ja, was sind das? Das haben wir. Holonet gibt es hier nicht, ne? Wie heißt das? Ja, gute Frage. Okay. Wir marschieren also zu der. Ihr marschiert zu der Gruppe hin. Station. Ja, ihr könnt auch tatsächlich nach einem ersten Versuch stellt ihr fest, dass diese Kuppel nicht irgendwie solide ist, also das nicht wie so ein Force Field sozusagen, sondern das scheint einen Effekt zu haben, aber ihr könnt da reinlaufen. Im ersten Moment seht ihr auch niemanden, also ihr bewegt euch durch diese Kuppel durch, die Luft scheint ein bisschen besser zu sein hier drin, also hier hat jemand offensichtlich versucht, die Atmosphäre zu verbessern und zumindest ein bisschen angenehmer zu machen, aber nicht wirklich viel. Und ja, es ist jetzt dieser Effekt, wo dann so ein Dornenstrauch irgendwo im Hintergrund so durchs Bild rollt. Und gerade in dem Moment, wo ihr euch quasi mit euren Trikordern alle auspackt und anfangt zu scannen und euch irgendwie umschaut, kommt plötzlich aus der Hütte rausgestolpert das kleine, kompakte Alien, das ihr vorhin das Varix vorhin auf dem Bildschirm gesehen habt. Für euch anderen ist das jetzt das erste Mal, dass ihr Ungdorf seht. Ungorf, also eben ja, so ein
ungefähr mittelgroße. Ungorf. Ich schreibe den jedes Mal anders. Ungorf. Auch ein blöder Name. Ungorf, der Bergungsspezialist, kommt aus seiner Hütte rausgerannt und bremst vor euch ab. Ah, da sind sie ja endlich, Captain. Er verbeugt sich irgendwie sehr, sehr awkward vor dir. Captain Ungorf, zu euren Diensten. Oh, und wen haben wir denn hier Schönes alles mitgebracht? Ah, sehr interessant. Die Föderation ist immer so ein vielseitiger Verein. Er fängt an, den Fähnrich Amati so einmal von oben bis unten abzugucken. Solange er dich anfasst, ist alles gut. Mitglieder meiner Crew. Ein erster Offizier. Samuel. T. Rodriguez. Er schnappt sich deine Hand und fängt die an zu schütteln. Ja, ich lass das kurz gewähren, dann nehme ich sie wieder weg. Mein Wissenschaftsoffizier in Henry, um die Identität und Funktionabilität des Gegenstandes, um den es geht, festzustellen. Selbstverständlich unser Pilot, Fähnrich Amati, und unser Schiffsarzt, Dr. Baker. Wie das Shuttle noch, fällt mir da ein, wir haben niemanden im Shuttle gelassen. Ich habe ein bisschen Angst, dass im Hintergrund einfach irgendjemand das weg. About. Das kann man doch sicher abschließen, oder? Julia. Ich dachte, dass jemand einbricht, dass sie jemand weg. Wir haben diese Diebstahlsicherung, wenn da jemand anfasst, macht. diese Trill haben einen seltsamen Humor. Das müssen die Kopfschmerzen sein, Doktor. Ja, freut mich. Also, das ist ja fantastisch, Sie kennenzulernen. Darf ich Sie hereinbitten? Wir haben allerdings schon ein wenig gesellschaftlich. Sie haben sich ja wirklich auf sich warten lassen. Also, wirkt etwas zerknirscht. Druckst ein wenig rum. Aber darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Wir haben Ale, wir haben im Dienst weder Wasser, Alkohol noch Syntohol. Syntohol, ja, Syntohol, natürlich. Kein Syntohol im Dienst. Oh, verstehe. Wollen wir nicht einfach eintreten? Ich bin gerade noch mit meinen anderen Kunden beschäftigt, aber vielleicht können Sie ja kurz warten, bis wir fertig sind. Ich trete mal so lange näher zum Captain und flüstere ihr zu. Captain, es ist wirklich wichtig, dass wir diesen völlig virenverseuchten Computerkern zurückbekommen, richtig? Mhm, das ist korrekt. Deswegen sollte Lieutenant Ree auch scannen, ob er sich hier befindet, bitte. Ja, Captain, also, ich hole meinen Tricorder raus und ob der Computerkern sich hier befindet. Also ich flüstere es so, dass er es vielleicht hören kann, gerade so. Mhm. Ja, hat es definitiv gehört. Okay. Der hat so kleine, leicht abstehende Öhrchen, die so ein bisschen so runde Lappen. Und als du das sagst, gehen die quasi so ein bisschen nach vorne. Mhm. Captain Varix wüsste zurück. Wir dürfen keine anderen Spezies der Gefahr durch diesen Gegenstand aussetzen. Deswegen, ich stimme Ihnen da ganz zu. An dieser Stelle würde ich sagen, wie überzeugend seid ihr denn mit diesem kleinen Spiel, was ihr da gerade gestartet habt? Also, Serie sind ja zumindest bei Rengi immer furchtbar leicht auf sowas reingefallen. Das ist wahrscheinlich Presence und der fällt Schauspielern. Lügen. Command. Command und Presence. Ich tue die ganze Zeit so, als wüsste ich, was ich tue. Und möchtest du das würfeln oder möchtest du, dass Rodriguez das würfelt und der anderen unterstützt? Das könnt ihr jetzt aus, weil Rodriguez damit angefangen hat. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Captain, es sind doch alle deutlich unter der letalen Dosis. Oh, sehr schön, sehr schön. Okay. Was waren die Werte, die wir brauchen dafür? Also Presence und Command. Okay. Und ihr dürft auch gerne mit Presence und Command unterstützen. Und ich muss ganz kurz mal die Umgebungseffekte checken, ob das irgendwie... Also ich kann gerne unterstützen. Und Rodriguez ist derjenige, der die eigentliche Charade durchführt. Das ist ja auch etwas, wo mir mein Spionage-Background ein bisschen helfen sollte, oder? Oh ja. Beim Lügen? Ja. Commander Rodriguez ist ein interessanter Charakter. Er ist bei interessanten Leuten aufgewachsen. Genau. Die Complication Range, ich hätte gesagt, also standardmäßig 2, allerdings aufgrund von Gründen, die ihr jetzt zwar nicht wisst, wird aber nochmal um 1 erhöht. In dieser Situation. Also ist 18, 19, 20 ein Patzer. Also eine Complication.
Genau, also wenn du die Complication Range auf 3 stellst beim Würfeln, dann müsstest du das quasi auch sehen, aber für die Unterstützung gilt das auch, ja. Okay. Möchtest du noch Momentum nehmen, Nico? Wir sind gerade ohnehin auf dem Maximum. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Da muss ich einfach nur auf den, oder wie viele kann ich davon ausgeben? Für einen bekommst du einen zusätzlichen Würfel. Das ist hinter Task Roll anzuklicken, wie viele Würfel du würfelst. Und ja, okay. Der nächste kostet dann 2. Das heißt, für 3 bekommst du insgesamt 2. Und wieder einer kostet 3. Also für 6 bekommst du 3 Würfel. Das ist ziemlich... 3 Würfel dazu. Ja. Mhm. Wollen wir das machen? Ich meine, wir sind ja jetzt eh gegen Ende der Runde. Metalogik. Ja, ich... Hau raus. Ihr überzeugt. Ich würde keine 3 Würfel dazu kaufen, ich würde 2 dazu kaufen. Mhm. Also 3 okay, Momentum. Drei, ja. Okay, und Fokus ist an. Ich unterstütze mal. Hui. Ist wieder voll der Fokus, Pyrol, ne? Zack. Ja, meine Güte. Folge. Ja, offenbar sind wir sehr überzeugend, was? 7 Erfolge. Das heißt, ihr könnt euer Momentum gleich wieder auf Maximum setzen. Also ich hätte es ihm geglaubt. Das ist das Ergebnis. Ich denke wirklich, dass es gefährlich ist. Von Rodriguez? Ein bisschen verunsichert. Wahrscheinlich, genau, Amati ist jetzt wahrscheinlich total überzeugt. So, was? Was? Lieutenant Rhee schaut sehr verwirrt. Lieutenant Rhee hat übrigens mit seinem Tricorder tatsächlich festgestellt, dass der riesige Klotz, der hinter der Hütte zu liegen scheint, wohl der Computerkern sein muss. Er teilt dies mit. Ja, also der reicht wahrscheinlich in, du nickst denen kurz zu, während die hier ihr kleines Virengeschichtchen spinnen. Ungorfs Ohren klappen, wie gesagt, als er das dann gehört hat, erst nach vorne und dann komplett nach hinten. Seine Augen reißen so ein bisschen auf und er wringt sehr besorgt seine kleinen Hände. Moment. Er guckt sich völlig verängstigt da hinten zu seiner Hütte um. Er nimmt jetzt so einen Arm so um Varix. Er kommt so ungefähr bis zu deinen Ellbogen. Könnten Sie das nochmal wiederholen, Captain? Was haben Sie da gerade gesagt von einem Computer? Oh, das war nicht für Ihre Ohren gedacht. Entschuldigung. Es ist manchmal schwierig einzuschätzen, wie gut andere Spezies hören können. Wir wollten Sie nicht beunruhigen. Seine Ohren flattern wieder so nach vorne und nach hinten. Also Sie müssen wissen, mit diesem Computerkern, da Sie sich nicht mehr gemeldet haben, fängt es deutlich an zu schwitzen, die Ferengi sind äußerst gute Geschäftspartner von mir und ich mache sehr gerne Geschäfte mit ihnen und da Sie sich nicht mehr gemeldet haben und niemand mehr auf die Oberfläche gekommen ist und niemand mehr Kontakt aufgenommen Entschuldigung, hat. Entschuldigung, Ungorf, aber ich dachte, wir hatten uns darauf geeinigt, dass Sie diesen Computerkern geborgen haben, um ihn in Sicherheit zu bringen und dass wir ihn nicht kaufen, sondern gegen Ihnen sozusagen einen Finderlohn zukommen lassen, beziehungsweise einen Ausgleich dafür, welche Mühe Sie hineingesteckt haben. Richtig. Und welche Gefahren Sie auf sich genommen haben. Korrekt. Unwissend, in welcher Gefahr Sie waren. Wie können Sie denn diesen geborgenen Computerkern an die Ferengi verkaufen? Handelsgut. Und die Ferengi haben ein gutes Angebot gemacht und Dann hat sich der Computerkern, während wir gerade nicht gesprochen haben, von Bergungsgut, das natürlich im Besitz der Sternflotte ist, in Handelsgut verwandelt. Wie ist das denn geschehen? Währenddessen sage ich zum Doktor, Doktor, würden Sie ihn trotzdem behandeln, wie wir abgemacht haben, oder gilt das Angebot dann nicht mehr? Also aus moralischen Gründen. Aber nur oberflächlich wahrscheinlich. Naja, es ist ja auch sehr viel Aufwand dafür nötig. Nee, verpflichtend, erste Hilfe zu leisten. Das ist vollkommen korrekt. Könnten Sie das alles vielleicht ein bisschen leiser sagen? Ich will nicht, dass... Aber wir sind auch verpflichtet, den Ferengi erste Hilfe zu leisten. Sie haben Ferengi etwa auch gute Ohren? Wir haben doch keine Geheimnisse vor Ihnen, oder, Ungorf? Natürlich nicht, aber das sind natürlich verpflichtet, auch den Ferengi alle Fakten mitzuteilen. Also der wird immer kleiner vor euch. Also diese koordinierte Einprasseln von Argumenten scheint ihn jetzt völlig irgendwie verunsichert zu haben. Er hängt seinen Kopf, seufzt. Captain,
Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir medizinische Aufmerksamkeit zukommen lassen würden. Ich konnte ja nicht wissen, dass der Computerkern infiziert war. Das war wohl auch das, was das Schiff lahmgelegt hat, so nehme ich an. Ja, natürlich. Der flucht einmal, was nicht so. Lieutenant Reh ist sichtlich erleichtert. Dieser These kann ich mich anschließen. Die besten Lügen sind die, die ganz nah an der Wahrheit sind. Ich möchte vorstellen, dass Lieutenant Reh immer mehr mit sich gerungen hat. Die Lügen alle. Okay, das ist die Wahrheit. Stimmt. Großartig. Ja, Unkov flucht einmal kräftig, was nicht von eurem Universalübersetzer übersetzt wird, was irgendwie wie so eine Mischung aus Grunzen und Quieken klingt. Und in dem Moment ergibt sich offensichtlich geschlagen, also er lässt den Kopf hängen und die nun, also Sie werden verstehen, dass ich natürlich versuche, hier guten Handel zu betreiben und ich hatte ja keine Absicht, hier irgendetwas zu stehlen, aber verstehen Sie, ich habe das nicht als Vorkaufsrecht verstanden, das war keine böse Absicht und vielleicht können wir ja mit den Ferengi noch einmal reden und in dem Moment flappt im Hintergrund einmal so eine Plane zurück, die den Eingang verhüllt hat von der Hütte und es treten zwei Ferengi raus. Die habt ihr auch schon auf der Brücke gesehen, Varix hat die schon auf der Brücke gesehen, des Ferengi Handelsschiffs. Das ist einmal der Daimon Ingmar. Daimon Ingmar, Inmar, genau. Oh. Der, ist auch egal. und ein anderer Ferengi, der ihm hinterher dackelt, auch sehr nobel gekleidet. Und der hat auch so einen Stock, mit dem er so ein bisschen läuft. Also so einen leicht schicken Gehstock hat er auch dabei, mit dem er sich so jetzt vorbewegt. Nun, Unkorf, ich sehe, Sie haben hier schon die nächste Kundschaft. Moment, Ferengi, umschalten. Na, können wir den Kern ja jetzt mitnehmen? Klamm, kümmere dich darum, dass das Schiff hier andockt und den Kern annimmt. Ich mache hier, regel hier die ganzen letzten Formalitäten. Das Latinum bringe ich dann gleich aus dem Shuttle mit. Immer schön Geschäfte zu machen. Captain? Es tut mir sehr leid, Daimon. Ich müsste zwei Dinge anmerken. Wir würden vorschlagen, dass Sie sich einer kurzen gesundheitlichen Untersuchung unterziehen zu Ihrem eigenen Vorteil. Und das Geschäft mit Umgorf ist nicht gänzlich so zu vollziehen, wie es geplant war. Oder um genau zu sagen, gar nicht. Ich verstehe nicht, Captain. Was wollen Sie damit genau sagen? Gesundheitliche Prüfung? Haben Sie den Computerkern inspiziert? Wie lange haben Sie sich in der Nähe ungefähr 30 Meter im Umkreis um den Computerkern aufgehalten? Wir waren hier vielleicht eine halbe Stunde. Wieso? Sie tauscht einen vieldeutenden, vieles beinhaltenden Blick mit Ihrem ersten Offizier aus. Würden Sie sich denn zur Sicherheit einem Gesundheitsscan unterziehen? Woran nehmen Sie denn diese Anzeichen, dass wir nicht gesund sein können? Ich verstehe das nicht. Tatsächlich, unseres Wissens nach, wird man diese Anzeichen so bald nicht feststellen, aber wir haben einige Tests, mit denen wir sicher gehen können. Was für Anzeichen? Von was denn? Wie hieß es? Sie schaut rüber zu Dr. Becker. Degenerativer Nervenverfall? Was? Der Computerkern ist von einer gewissen Strahlung betroffen. Wir haben eindeutige Belege dafür, dass diese Strahlung sich nicht nach innen, sondern in alle Richtungen und damit auch auf alle Individuen, die in der Nähe des Computerkerns sich länger als wenige Sekunden aufhalten, betroffen sein können. Und da es ja schließlich unsere Schuld wäre, dass unser Computerkern ist, bieten wir Ihnen einen kostenlosen Gesundheitskern an. Die Föderation hilft da gern. Moment, Unkov, hast du uns etwa beschädigte Ware verkauft? Ungdorf wringt jetzt noch mehr seine Hände.
Daimon, das, also Ungorf, ich wusste natürlich nichts davon, dass der Computerkern in irgendeiner Form beschädigt ist. Ich möchte jetzt einmal kurz nochmal eine Überzeugungscheck haben, also wesentlich schwieriger ist, einen Ferengi, der einen Deal macht, zu überzeugen. Die haben da sogar extra Skills für. Mhm. Das heißt, während die beiden da bickern, wird der Daimon tatsächlich immer wieder, wird jetzt immer wieder Varix mustern und versucht irgendwie einzuschätzen, wie die Lage genau aussieht. Das heißt, das wäre jetzt, glaube ich, in diesem Fall ein Opposed. Mhm. Nee, ist keine Post-Check, weil er weiß es ja nicht. Okay, das heißt, das ist jetzt ein wieder Presence und Command sozusagen. Wie überzeugend könnt ihr das machen? Ja. Mhm. Das heißt, wir können auch helfen. Wer hat gerade geholfen? Wer hat eben die meiste? Eben hat Rodriguez die Hauptprobe abgelegt und Varix hat geholfen. Und ich nehme an, wenn du jetzt sagst, Varix macht die Hauptprobe, wird Rodriguez helfen. Genau, Rodriguez oder in dem Fall könnte sogar Ree helfen, weil der eben ja auch die entsprechenden Argumente gegeben hat. Weil ich habe nichts gesagt die letzten paar Minuten. Ich glaube, Ree hat das eher verschlimmert, die Situation. Ree hat über die Strahlung gesprochen. Ja. Das heißt, Ree dürfte tatsächlich auch mit, was hat der denn dann auch versucht? Und ich würde gerne, ich würde vorschlagen, also ich hätte gerne, dass mein Fokus Cultural Studies. Ja, greift. Du kennst die Ferengi. Das ist ein guter Punkt. Und das wäre jetzt aber tatsächlich, die Schwierigkeit vorhin war 2 als Basisschwierigkeit und die Schwierigkeit von einen Ferengi zu überzeugen, weil kostenloser kostenlose Gesundheitsscan. Genau, Erwerbsregel, kostenloser Rat ist niemals billig. Besagt, dass die Schwierigkeit nochmal um 2 erhöht wird. Genau, da du ihm kostenlos was anbietest, ist er tatsächlich sofort misstrauisch. Das heißt, ich nehme all unser Momentum, ist das okay? Ja, nimm ruhig. Ja, auch raus. Also Schwierigkeit ist 4. Du hast deinen Fokus re-unterstützt mit Presence plus Command. Presence und Command in dem Fall, ja. Ich würde tatsächlich in dem Fall, ich bin jetzt mal fies, weil wir eh schon am Ende der Runde sind, ich würde Ree einen Determination Point anbieten und sagen, du kannst einen Determination Point haben, wenn du die Unterstützung nicht machst, weil du nämlich ehrlich sein und Ehrlichkeit erwarten als Value hast und es dir unglaublich wichtig ist, immer die Wahrheit zu sagen. Und ich würde damit deine Unterstützung entziehen, weil du es einfach nicht hinkriegst, überzeugend genug zu lügen. Musst du aber nicht annehmen. Du kannst auch sagen, nee, ich möchte es probieren. Ich möchte das ablehnen. Ich habe nämlich erstens schon gewürfelt. Oh, okay. So aus Fairness. Ah, hab ich nicht auch, und zweitens habe ich mich ja drum herum schlawinert, eine Lüge zu äußern und habe nur sozusagen die Teilfakten preisgegeben. Mhm. Okay, ja, guter Punkt. Lieutenant Ree hat einen Erfolg gewürfelt. Der gilt aber natürlich nur, wenn Varix auch welche hat. Mhm. Das heißt, ich nehme jetzt alles Momentum und würfle mit 5 Würfeln. Complication Range ist? 4. Oh, das wird sicher gut gehen. Und so ein Fokus, der dir hilft? Ja, habe ich schon angewählt. Ja. Cultural Studies. Bam. 1, 2, 3, 4, 5. Mit dem von Anselm 6, aber eine Complication. Hey, wir kriegen ein Momentum zurück. Ihr kriegt ein Momentum zurück, genau. Mich mal gerade überlegen. Also gemein wäre es, wenn du einfach einen Borg-Kubus auftauchen lassen würdest, nachdem wir den Momentum rausgeballert haben. Das wäre gemein. Das wäre aber auch eine ziemlich arge Complication. Ja. Wir hatten auch 9 Thread über, also. Cliffhanger, nächste Folge. Der Thread wird übrigens bestimmt, was Amati im Hintergrund macht. Soll ich es vorlesen, während Julia überlegt? Ja, ich überlege gerade, was die Complication sein könnte. Anax schreibt, im Hintergrund stöbert Fennig Amati durch Ungorfs Angebot und hält Easter Eggs hoch wie Darth Vaders Helm, Indiana Jones Hut und er macht ein Laserschwert an. Wow, unsere Follower sind gerade irgendwie. Alles Lukas-Film und nicht Star Trek. Ja, ich weiß auch nicht. Ein schönes Crossover. Und okay. Flux-Kompensator liegt da. Ja, Twitch spinnt heute, was die Zuschauerzahlen angeht. Ja. Also, wow, puff. Okay,
Also, die tatsächlich, die, und da werdet ihr ein bisschen auch noch davon unterstützt, dass Ungorf tatsächlich unglaublich besorgt wirkt und ihr ihn schon so überzeugt hat, dass er quasi die Lüge auch unterstützt, dadurch, dass er überzeugend rüberkommt. Der Daimon Inma wird jetzt auch tatsächlich misstrauisch gucken und genau, danke übrigens für die Erwerbsregel. Ich zitiere das jetzt gleich direkt mal. Xam, der zweite Ferengi, der ihm da immer so hinterher dackelt und immer so ein bisschen um ihn rum wandelt, zubbelt ihn jetzt auch so am Ärmel so, denk immer an Erwerbsregel 125. Wenn du tot bist, dann machst du keine Geschäfte mehr. Und Inma wiegelt ihn so ein bisschen ab und dreht sich dann wieder zu euch. Mit seinem Stock versucht ihr schön trotzdem noch cool zu bleiben. Also er scheint jetzt nicht irgendwie davon beeinträchtigt, dass er Todesangst hat oder so. Captain, wir sind hier ja unter Kaufleuten sozusagen. Und ich weiß, mit der Föderation Geschäfte machen ist nicht unbedingt ein besonders lukratives Unterfangen, aber die Sache ist die. Ungorf hier hat uns offensichtlich beschädigte Handelsware überlassen und mein Partner und ich haben diese auch schon bezahlt und alles in Auftrag gegeben. Ihr seht jetzt übrigens, wie von dem Shuttle aus der Richtung der Ferengi so zwei Ferengi ankommen mit so einem großen Koffer zwischen sich, den so antribbeln. Und Xam dann quasi die beiden so wegscheucht und dann die gucken komisch und dann tribbeln sie mit ihrem Koffer wieder zurück zum Shuttle. So, die Größe des Computerkerns? Ein Koffer, der möglicherweise relativ viel goldgepresstes Latinum enthält. Ach so. Genau, nicht so ein Faltkoffer. Mhm. Xam scheucht die also wieder weg und Inma dreht sich dann zu euch. Captain, wir haben selbstverständlich für den Ankauf von diesem Computerkern schon einige Ressourcen vorbereitet. Wir hatten Kosten natürlich für den Recht jetzt so ein bisschen so den Anflug. Wir wurden natürlich angeworben. Ungorf hat uns mit diesem Computerkernangebot natürlich hierher gebracht. Die Anflugkosten, Spritkosten, für extra Handelsgebühr, Crew-Ausgaben, Ausgaben für unseren Anflug auf diesen Planeten, Lebenszeit, die wir vergeudet haben, über diesen kaputten Computerkern zu verhandeln. Sie sehen, es sind uns dabei Kosten entstanden. Und woher bekomme ich die jetzt zurück? Da können Sie mit Ihrem kostenlosen Gesundheitsscan machen, was Sie wollen. Aber wer ersetzt mir jetzt diesen Ausfall, hm? Das ist tatsächlich eine interessante philosophische Frage. Philosophisch hat aber mit goldgepresstem Latinum nicht viel zu tun. Hat goldgepresstes Latinum nicht mit allem im Universum zu tun am Ende? Auch mit Philosophie. Xam lacht tatsächlich. Inma kickt ihn dann so ein bisschen. Wenn Sie erlauben würden. Na gut. Ich scanne tatsächlich rein Interesse halber nach der temporalen Strahlung, die wir aus dem Schiff gemessen haben. Okay, du hast aktuell noch keine Möglichkeit, ganz konkret nach dieser Strahlung zu suchen, weil ihr noch keinen Detektor entwickelt habt, aber du guckst halt mal, was der so für Strahlung abgibt. Ja, also keinerlei Anzeichen. Du weißt aber auch von deinem Check von vorher, dass die Strahlung, die ihr gesehen habt, ja konkret keine biologischen Lebensformen angreift. Ich nicke ernst und sage, anhand der lokalen Situation würde ich Ihnen gerne dieses Hypospray hier anbieten. Was ist da drin? Das sollte vollkommen harmlos sein, aber ich möchte nur sicher gehen, dass bei Ihnen keine Schäden aufgrund der Gegebenheiten hier entstehen. Fangen Sie mit Xam an. Er schubst den anderen Ferengi vor. Ich weiß nicht, was ist das denn ungefährlich? Vollkommen ungefährlich, dutzendfach, millionenfach geprüft. Ah, gut, okay. Daimon Ingmar, ich würde sicherlich gerne vorschlagen, Sie zu entschädigen für aufgewendete Lebenszeit. Das höre ich gerne. Antriebsmengen und dergleichen, aber darüber haben wir nur Verträge tatsächlich mit dem Ferengi-Reich und dem großen Nagus Rom abgeschlossen. Aktuell bestehen keine Verträge mit Ihnen, wie das zu regeln ist. Ach.
Sie müssten selbstverständlich dann zunächst erst einmal eine gewisse Menge bei der Bank von Bolus hinterlegen, als Sicherheit, um als Grundlage zu dienen, einen Vertrag mit der Föderation einzugehen. Moment. Wir verhandeln doch hier darüber, dass ich Ihnen diesen Computerkern, den ich gerade beschädigterweise erworben habe, das Eigentum der Föderation, das Ungorf nur freundlicherweise für uns geborgen hat. Er dreht sich wieder zu Ungorf um. Ey, du hast aber gesagt, dass der Computerkern zum Verkauf steht. Ungorf schaut jetzt wieder besorgt zwischen euch hin und her. Nun ja, jedem von uns unterlaufen Fehler. Aber er wurde doch noch gar nicht bezahlt. Das kommt noch hinzu. Erwerbsregel 174, solange kein Latinum überreicht wurde, ist auch noch kein Vertrag bindend. Sie wirklich mal aus den Fingern gesaugt. Ja. Beides. Großartig. Ich hatte die sogar hier auf Speed-Dial, die Erwerbsregel. Das wäre sehr schlau. Ich bin mir relativ sicher, dass es so eine gibt. Es gibt irgend so eine, genau. Ich würde den Captain gerne mal beiseite nehmen, wenn die Ferengi diskutieren. Mhm. Captain, wir könnten Ihnen doch diese überschüssige Ladung selbstversiegelnder Stemmbolzen überlassen, den wir noch in Frankfurt haben. Dann haben Sie nicht völlig umsonst den Weg auf sich genommen. Stimmt, warum haben wir die überhaupt mitgenommen? Ich weiß es nicht, die stand da rum. Ich verdächtige immer noch. Die haben wir von Deep Space Nine mit aufgeladen bekommen, glaube ich. Ah, da war etwas. Falls sich irgendwer fragt, mit den Gegebenheiten des Planeten meinte ich natürlich, dass ich auf diesem Wüstenplaneten den Ferengi gerade einen auf sie angepassten Sonnenschutz verpasst habe. Sehr schön. Okay, wir haben Gier ist ewig. Das ist gut. Ich denke mal, dass ich jetzt wieder tatsächlich wieder Xam zu Wort melden würde. Der flüstert ihm quasi so ein bisschen immer was ins Ohr und raunt ihm so zu. Wir wurden hier ein bisschen über den Tisch gezogen wir können das auch einfach lassen. Ein Vertrag ist ein Vertrag ist ein Vertrag, aber nur zwischen Ferengi. Und Inmar würde tatsächlich jetzt ein bisschen misstrauisch gucken und Sind bereit, Ihnen als Ausgleich eine Standardmenge an selbstversiegelnden Stemmbolzen zu überlassen. Stemmbolzen, das ist so letztes Jahr. Es gibt genügend Teile des Universums, die sich noch im letzten Jahr befinden. Geistig, technologisch. Na gut. Und das ist... Ja, ich sehe schon, hier ist offensichtlich kein Profit mehr zu machen. Und mit der Föderation möchte sich niemand aktuell anlegen und genauso wenig mit dem großen Nagoschrom. Xam, sorg dafür, dass das Schiff bereit ist. Er dreht sich zu Ungorf und baut sich so vor dem auf. Wir beide haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Deine Malpraktiken hier werden sich in der Ferengi-Allianz herumsprechen und dann wird da keiner mit dir handeln wollen. Deinen Profit kannst du dann woanders machen. In der Ferengi-Allianz, der sie nicht angehören? Was natürlich gehört bei der Ferengi... Was? Wir sind unabhängige Händler. Aber ich kenne ja trotzdem Kontakte. Der Ungolf braucht sich da nicht mehr so schnell blicken lassen. Nach diesen komischen Geschäften, die er hier gemacht hat. Und Ungor versucht, ihn noch irgendwas hinterherzurufen, aber da dreht sich der Ferengi schon auf seinen Fersen um und marschiert genervt weg. Dreht sich dann nochmal kurz zurück. Die Stemmbolzen lasse ich von meinem Schiff von Ihnen rüber transportieren, wenn es in Ordnung ist. Ich werde Anweisungen geben. Nickt kurz. Fängt an, irgendwas zu krummeln von wegen Sternenflotte und dass guten sie sich Profit, überall Diamond. Einmischen müssen. Ja. Marschiert ab. Ungorf geht gerade visuell die Luft aus. Machen Sie sich nichts draus, Ungorf. Sie haben dafür mit der Föderation einen neuen Handelspartner gefunden heute. Ah,
vielen Dank. Er wirft sich nochmal kurz auf deine Hände und fängt an, deine und Variks Hand so über Kreuz wild zu schütteln. Wird dann auch rüber zum Doktor gehen. Können Sie mir bitte auch dieses Spray geben? Nicht rein. Moment, ich muss umschalten von Ferengi. Können Sie mir bitte auch dieses Spray geben? Ungo will nicht krank werden. Das Problem ist, ich kenne seine Spezies nicht, aber dann muss es halt Kochsalzlösung sein. ja, natürlich. Also ein dosisfreies Hypospray quasi. Ja, genau. Er seufzt sofort zufrieden. Vielen Dank, ich fühle mich schon viel besser. Okay, gut. Und jetzt, was wollen Sie jetzt mit dem Kern machen? Können Sie ihn einfach mitnehmen? Ich will hier ehrlich gesagt weg. Ich wollte sowieso nur noch den Kern loswerden und dann ab nach Risa. Ich habe gehört, da kann man sich gut erholen. Ich habe genug gehandelt. Oh, das habe ich auch gehört und auch persönlich schon mitbekommen. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Wahrscheinlich wird es ein etwas weniger luxuriöser Aufhalt, als ich eigentlich geplant hatte. Aber solange ich nicht krank bin, ist das eigentlich alles, was mir wichtig ist aktuell. Ich würde gerne meine Eigenschaft als Trill verwenden, um zu sagen, dass eine meiner bisherigen Inkarnationen auf Risa gelebt und Geschäfte gemacht hat. Oh, super, okay. Und sage dann, melden Sie sich im Ort Tranuf bei jemandem, der dort die Bar betreibt, die zur Goldenen Palme heißt, und sagen Sie, Variks hätte sie geschickt. Sie werden bessere Geschäfte machen. Oh, danke. Dankeschön. Das ist mehr Nettigkeit, als ich hier eigentlich erwartet hatte. Das habe ich gar nicht verdient. Oh, Ungorf ist sehr dankbar und wirft sich wieder auf deine Hand und fängt an zu küssen. Und Fenrich Amati, ist der Traktorstahl, ist Shuttle stark genug, um den Computerkern zu transportieren? Mit ein paar leichten Modifikationen sicherlich. Gut. Dann werden wir genau das tun und ihn direkt mitnehmen. Aha, ja, danke. Wir müssen aber erstmal was gegen diese Strahlung tun, oder? Damit die nicht aufs Shuttle übergreift. Wir werden ihn natürlich, wenn wir andocken. Sie schaut ihren Piloten etwas irritiert an. Ein Dämmungsfeld, auch unsere persönlichen Andämmungsfelder werden wir natürlich aktivieren, bevor wir das... Sie müssen keine Angst haben, Ihre Impfung hält mindestens noch mehrere Tage vor. Ah, natürlich, die Impfung. Jetzt haben wir so, ich bin nicht geimpft worden. Die Föderation ist wirklich sehr fortschrittlich, was das angeht. Geimpft und gechippt und noch andere Dinge. Chippt, genau. Gut. Ja, also Ungdorf zeigt sich sehr beeindruckt davon, wie professionell er mit dem Thema umgeht und dass ihr ihm da gerade so eine große Schwierigkeit weggenommen habt. Es ist so, vielleicht sogar also sehr ist kämpft mit seinem schlechten Gewissen, aber du spürst die Welle der Erleichterung, die von diesem Alien ausgeht. Und Ree wird immer unschärfer. Und ja, Captain. Wenn Sie irgendwann mal wieder in der Nähe sind oder wir uns irgendwo treffen, dann bin ich natürlich auch gerne wieder bereit, irgendwelche Geschäfte zu machen. Falls Sie mal irgendwas brauchen, dann melden Sie sich. Das würde mich sehr freuen. Vielen Dank, Ungolf. Danke. Okay, dann, ich gehe dann mal packen. Ja. Sie kümmern sich um den Rest. Wir kümmern uns darum. Okay, er rennt zurück in seine Hütte. Hat er noch irgendwas hier in seiner Auslage, was Spannendes, was wir ihm abkaufen können, so als Andenken oder als Trost für ihn? Wenn hat sich alles durchwühlt. Wenn du dich ein bisschen umschaust oder wenn ihr euch ein bisschen umschaut, ja, also ihr findet, also ihr wart jetzt nicht in seiner Hütte drin, schade, aber ihr findet tatsächlich, also es wird ein bisschen was zur Schau gestellt sein, also vor der Hütte steht tatsächlich so ein richtig klappriges Mannequin, wo das auch so aussieht, als hätte das vielleicht mal mehr als zwei Arme gehabt, aber die wurden dann abmontiert, damit da eine Sternenflottenoffiziersuniform drauf hängt. Also da hat jemand, also der hat offensichtlich ja auch ein bisschen Zeug von dem Schiff gemopst. Mhm. Und da hängt halt so ein bisschen angekokelte Uniform, die offensichtlich aus irgendeinem Schrank gefallen ist. Und wenn du diese Schrotthaufen ein bisschen näher untersuchst, seht ihr tatsächlich, ist vielleicht keine Handelsware, aber in den beiden Schrotthaufen befinden sich zwei große Gefechtstürme. Die sehen, also wer von euch war im Krieg aktiv, also ein paar von euch, die das vielleicht wiedererkennen würden, das sind Jem'Hadar-Gefechtstürme. Die sehen aus, als hätte man die von irgendeinem Schiff abmontiert und dann irgendwie in quasi stehende Gefechtstürme umgewandelt. Also der hat tatsächlich seinen Compound hier einigermaßen verteidigt. Das würdet ihr auf jeden Fall sehen, weil die sind jetzt nicht exakt
extrem versteckt. Passt aber nicht zur Einrichtung meiner Kabine. Ist jetzt nichts, was man vielleicht ihm abkaufen würde, sondern ist eher seine Verteidigung, genau. Ansonsten, ach Gott, wenn du irgendwas Bestimmten suchst, dann gerne. Ansonsten hat er wirklich vor allem größtenteils Elektroschrott, also Sachen von Raumschiffteile, wahrscheinlich tatsächlich so ein paar Kuriositäten, aber die wären dann, wenn alle in seinem Shop sozusagen, also hier draußen liegt größtenteils Schrott. Also wenn du jetzt nicht in seinen Verkaufsraum gehen möchtest, dann... Wenn wir die Zeit noch hätten, würde ich das, aber das ist nicht so wichtig, das können wir auch das offscreen abhandeln. Ja, und... Ja, also der hat eigentlich nur größtenteils irgendwelche Knickknacks und der hat wahrscheinlich ein paar Deko-Gegenstände auch, aber jetzt wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob Commander Rodriguez da so Interesse dran hat. Wenn ihr da noch länger euch aufhaltet, dann würdet ihr auch wahrscheinlich auch eben noch rauskriegen, dass er ursprünglich aus dem Gamma-Quadranten kommt. Das heißt, wahrscheinlich findet ihr da ein paar Gamma-Quadranten-Kurios, die ihr so noch nie gesehen habt. Das wäre noch eine Möglichkeit. Aber ja, können wir auch gerne offscreen besprechen. Ja. Weil wir jetzt schon ein bisschen überzogen haben. Genau, es ist ja 20 nach 10 und wir hatten abgemacht, dass wir versuchen, so um 10 das Ganze zu Ende zu bringen. Deswegen ich, dass wir uns auf dem irgendwie vielleicht noch ein paar kleine Sachen mitnehmen, noch ein paar Sachen klären und dann auf dem Weg zum Shuttle zurück sagen, Doktor, könnte ich da auch noch den Scan wegen den Kopfschmerzen haben? Und damit beenden wir das Ganze. Vielen, vielen Dank. Oh, warte. vielen Dank, dass an die Spieler, die teils auch trotz großer Müdigkeit und in letzter Sekunde noch dazu gekommen sind. An Nico und Anselm und Tim und unseren Gaststar Franz mitsamt Katze im Hintergrund, die immer mal wieder gekrault wurden. Aber Franz, du hast jetzt nichts mehr gesagt die letzte halbe Stunde. Ist das, weil ich dir den Befehl gegeben habe, ruhig zu sein? Ich hoffe nicht. Nein, das ist alles gut. Aber okay, gut. Ich war nämlich... Es ist okay, auch mal ein bisschen zuzuschauen. Ich finde es schön, dass Amati so besorgt war wegen der Krankheit. Ich war sehr überzeugt von Rodriguez' Vortrag. Und vor allen Dingen ganz, ganz lieben Dank an Julia und Max im Hintergrund, die das vorbereitet und geplant und getüttelt haben. Tut mir leid, dass wir nicht in die Hütte reingegangen sind, aber wir wussten nicht, dass es auch ein Innenset gibt. Nein, alles gut. Wir gehen nächstes Mal in die Hütte rein. Ich hoffe, dass wir ihn wiedersehen. Das wäre schön, wenn Ungorf wiederkehrt. Ja. Ungehoffen. Ein sehr farbiger NSC. Nächstes Mal gehen wir ins Boardinghaus. Gleich zu Anfang. Ferengi waren auch großartig. Ja, es stand mehrfach gerade bei den Ferengi. Julia macht das super. Das ist ganz tolles Holz hier. Das freut mich, das ist schön. Das hat auch Spaß gemacht. Ferengi sind immer super. Und natürlich auch ganz lieben Dank an den Chat, der jetzt schon einen guten Teil unserer Crew stellt und der mit sehr vielen Erwerbsregeln und Tipps und von Star Trek-Hintergrundwissen ausgeholfen hat. Das ist echt gut. Und hey, ihr habt jetzt einen Computerkerl. Wir haben jetzt endlich den Computerkerl. Das heißt, der große Infodump kommt dann in der nächsten Folge. Hat ihr noch den Titel, der große Infodump? Genau, Computerkernorb erhalten. Wie heißt, dürfen wir das sagen? Ich sehe es ja hier in der... Ja, warte mal damit noch, weil ich glaube, das müssen wir gleich nochmal besprechen, was die nächste Folge angeht. Vielleicht änderst du es nochmal rein. Vielleicht ändert sich das nochmal, genau. Aber wir können darüber reden, was wir morgen machen, ganz kurz. Morgen streamt Julia um 19.30 Uhr und malt Anselm, richtig? Ja, genau, uns fehlt ja noch von der Hauptcrew fehlt noch Anselm und danach... In Re malt sie, nicht Anselm. In Re, genau. Ja. Genau. Und danach haben wir einen Rollenspiel-Talk mit Werner, also Julia 19.30 Uhr auf ihrem Kanal und 21.30 Uhr haben wir Werner Fuchs bei uns und der Talk ist, welche Rollenspielsysteme haben das schwarze Auge beeinflusst? Also Werner erzählt uns, was wo er geklaut hat morgen. Aber es ist alles verjährt. Werner erzählt vom Krieg. Ja, ich glaube, man kann Regeln auch nicht klauen, so richtig. Das ist, glaube ich, sogar gerichtlich festgestellt, dass allein Regeln übernehmen kann. War das nicht diese ja. Es gab einen Fall. Prozess, glaube ich, ja. Genau, wo es dann ging. Für alle, die es interessiert, weil es tatsächlich heute sehr frisch aufkam, Webinar ist ein geschützter Begriff seit 2003. Oh, krass, okay. Jetzt werde ich gleich mal googeln, wem der gehört. Das ist ja interessant bescheuert. Ja. Gut. Und außerdem ist morgen Community-Tag. Das heißt, wir werden weniger streamen, aber mehr mit unseren Patrons und Steadies machen und dann auch noch nach dem Werner-Talk entweder zusammen einen schlechten Film gucken oder einfach so quatschen. Mal gucken. Ja. Das werden wir teilweise dann auch morgen aushandeln. Alle Links und dergleichen gehen an den üblichen Stellen rum. Macht es gut. Vielleicht sehen wir euch dann ja morgen. Und bei der Julia wird
gezeichnet, wie an seinem Charakter aussieht, von dem heute unterstellt wurde, er wäre ungewöhnlich dick. Ich glaube, das ist aber nicht gesetzt. Da war er auch weg, der Anselm. Und schwupps ist er weg. Ups. Gute Nacht. Aber immer wieder. Hallo. Wir haben nur getauscht. Wir haben getauscht. Jetzt bist du eine Katze. Ich kann doch gar nicht eine Katze haben. Und mit diesem Triumph halte ich den Stream an. Macht's gut, ihr.